Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir wollen pünktlich anfangen. Ich darf auch die begrüßen, die wahrscheinlich die große Mehrheit, die jetzt irgendwo vom Bildschirm sitzt und den Weg nach Berlin nicht machen will. Wir stellen heute eine Studie vor. Ist keine neue Studie, es ist einfach ein Zusammentragen von Fakten zum Thema, was ist eigentlich mit Sachen in Sachen Biodiversität in den letzten Jahren passiert? Hat die Situation gebessert? Ist sie schlechter geworden? Und müssen wir nicht das Thema Biodiversitätskrise viel mehr in den öffentlichen Raum der Diskussionen stellen? Diese Faktensammlung wurde zusammengetragen von Klaus-Hennig Roth und Carsten Rochel, die hier beide stehen, die Studie jetzt auch vorstellen wollen. Ja, das muss ich noch mal sagen. Ich selber bin ja in Brüssel für meine Fraktion zuständig für den Agrarbereich, bin agrarpolitischer Sprecher meiner Fraktion, bin auch selber Biolandwirt. Es lief am Anfang schon eine Präsentation zum Thema, was machen wir in Hessen zum Thema Rebhuhnschutz. Ich glaube, es ist sehr interessant, wenn es das wird in der Pause, glaube ich, nochmal gezeigt, ne? Oder? Wird nochmal gezeigt, gut. Ja, was ich heute Morgen auch in einem Interview nochmal betont habe, ist, ja, Biodiversitätskrise ist nicht nur, dass zwei oder drei Schmetterlingsarten verschwinden oder vielleicht irgendwas nicht mehr da ist, was wir vielleicht vor ein paar Jahren noch hatten, sondern es handelt sich um die zweite Krise neben der Krise, eigentlich ist es ja schon eine Klimakatastrophe, und wir müssen die gleichwertig behandeln. Wir müssen auch sehen, es gibt viele Verbindungen zwischen diesen beiden Krisen und deshalb der Fokus auch viel mehr darauf. Wir müssen, und das wird auch ganz klar, und das wird die Studie auch sehr deutlich zeigen, viel tun im Bereich der Landwirtschaft. Auch wenn das Bauern nicht gerne hören, sie sind aber nach wie vor, oder nicht die Landwirtschaft, sondern die Methoden der jetzigen Form der Landwirtschaft ist maßgeblich daran beteiligt, dass viele Arten verschwinden. Wir müssen nicht den Landwirt jetzt an den Pranger stellen, sondern es ist eine Systemfrage. Wie machen wir Landwirtschaft in den nächsten Jahren? Ich will mich jetzt gar nicht länger mit Vorrede aufhalten, nehmt euch nur die Zeit weg. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bedanken für Ihr Kommen und hoffe auf eine spannende Veranstaltung. Darf ich auch noch mal ganz herzlich bei der Böll-Stiftung, Marlena Luiche, bedanken, dass wir das hier machen können und dass du auch moderierst. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vormittag. Vielen Dank. Ja, auch von unserer Seite einen schönen guten Morgen. Wir sind die beiden Referenten, Carsten Rochel mein Name, und wir freuen uns, dass wir diese Studie im Auftrag machen durften. War eine sehr spannende Zeit in den Wochen und Monaten, in denen wir uns die unterschiedlichen Studien vorgenommen haben. Und wir wollen Sie gerne mitnehmen, um mal auf einige Aspekte heute hinzuweisen, die uns dabei begegnet sind. Ja, mein Name ist Klaus-Hennig Roth, ich bin der weitere Autor. Wir machen das ein bisschen im Galopp und setzen voraus, dass das Allermeiste von dem, was wir hier vortragen, was in diesem Dossier auch steht, dass das ja Ihnen bekannt ist und im Zweifelsfall auch nachzulesen ist. Und wir würden uns freuen, wenn der Schwerpunkt tatsächlich nachher auf der Diskussion liegt und wir diese jetzigen 20 Minuten, die wir haben, einfach mal durch die Folien durchgehen. Vom Ausblick her, ich weiß nicht, warum diese Folie jetzt hier vorne steht. Nee, das ist die letzte. Achso, wir sind schon, vielen Dank, da sind wir schon durch. Eine Frage an die Technik, wir sind also hier ein bisschen gesprungen, sorry, ans Ende. Ja, kleine technische Schwächen, Entschuldigung. So. Das hatten wir schon. So. Worum geht es? Es geht um die Zwillingskrise eigentlich von Biodiversität und Klima. Wir sprechen besser von einer Katastrophe. Klimakatastrophe ist anerkannt. Trotzdem gibt es ein sehr langsames Umschwenken. Die Biodiversität ist gleichfalls betroffen. Wir reden tatsächlich vom sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte. Das ist das Anthropozän.
Wir haben hier rechts nur einfach mal gezeigt eine Kurve, da sehen Sie, die mittlere Kurve ist die aggregierte Kurve sozusagen. Alle diese Bestandskurven, fast alle gehen nach unten über die Jahre. Das Auszüge aus den roten Listen und so weiter, also das sieht sehr bedenklich aus. Aber die Frage ist, ist das im öffentlichen Bewusstsein angekommen? Und sind sich die Akteure dessen bewusst? Worum geht's? Nochmal ganz aktuell, vielleicht haben Sie es wahrgenommen in der Tagesschau, ganz selten mal. Es gab jetzt diesen Interconnected Disaster Risk Report der Hochschule der Vereinten Nationen aus Bonn. Da ist sehr klar herausgekommen, sagte eine Autorin, dass wir mit den heute umgesetzten Lösungen eher auf eine Verzögerung dieser sogenannten Kipppunkte kommen, dazu gleich vielleicht mehr, als tatsächlich an den Ursachen zu arbeiten. Das ist sozusagen das Cover Interconnected Disaster Risks und hier nur mal herausgehoben, es wird immer von Artenvielfalt und von einem eskalierenden Artensterben gesprochen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, vor 3 Tagen erschienen. Mit dem Weltraumschrott werden wir uns hier nicht beschäftigen, aber das eskalierende Artensterben gehört zu den Hauptrisiken, wenn wir uns um die Zukunft Sorgen machen sollen. Die Wissenschaft ist sich seit Jahren einig. Wir haben im Podium gleich Frau Dr. Thonicke, die als Sprecherin für Biodiversitätsarbeitskreis und so, das werden Sie dann selber sagen oder unsere Moderatorin referieren wird. IPBES, nur hier ein paar Quellen aufgeführt, IPBES hat entsprechend sich geäußert, auch die Leopoldina Senckenberg, die Leibniz-Gesellschaft, die Frankfurter Erklärung ist erschienen, alle sagen, es muss etwas passieren. Und wir haben SDGs im internationalen Rahmen. Ziele 14 und 15 sind die wichtigsten in dem Fall, aber das sind auch gleichzeitig die Ziele, die am schlechtesten performen. Dazu werden wir auch vielleicht gleich etwas hören in der Diskussion. Wir haben die CBD, wir haben eine EU-Biodiff-Strategie, wir haben Natura 2000 und so weiter. Wird das Thema also verstanden? Findet es gesellschaftliche Akzeptanz? Fragt sich auch die Uferschnepfe. Oder ist es zu komplex oder vielleicht zu unterkomplex? Betrifft das und berührt das die Menschen? Als Resümee der COP15, der letzten großen Konferenz in Montreal, wo auch natürlich Erfolge zu verzeichnen waren, hat der Spiegelautor Philipp Bethke gesagt, vergesst das Artensterben. Wir müssen über andere Dinge reden, Lebensgrundlagen in den Blick nehmen und so weiter. Eckart von Hirschhausen hat auch gerade zu einer Studie jetzt, die vorgestellt wurde, auf den Münchner Medientagen gesagt, warum wir endlich aufhören sollten, über Klimawandel zu reden. Wir müssen über Lebensgrundlagen reden und nicht vielleicht sektoral. Und eine Untersuchung der Maria Furtwängler Stiftung hat gezeigt, woran es vielleicht auch liegt, denn es wird zu wenig berichtet. 1,8% der gesamtdeutschen Sendezeit geht zum Thema Klimawandel und 0,2% nur zum Thema Biodiversität. Ja, wo soll es denn herkommen? Das bist du, Carsten. Ja. Danke. Ja, ich will mal kurz erläutern, welche Hauptfaktoren gesehen werden von den Wissenschaftlern. Zum einen ist natürlich der Klimawandel, der sich regional sehr unterschiedlich auswirkt. Und Extremwetterlagen ist uns allen in den letzten Jahren sehr bewusst geworden, aber auch nicht nur hier in Deutschland, weltweit haben wir Extremwetterlagen und Phänomene, die wir in der Intensität und Häufigkeit so noch nicht kannten. Wir müssen damit rechnen, dass sich die Lebensraumverhältnisse an vielen Stellen massiv ändern und bis hin zum Verlust durch Meeresspiegelanstieg oder Verwüstungen, sodass wir da massiv Probleme bekommen werden, nicht nur für die Artenvielfalt, auch die menschlichen Lebensräume sind da natürlich tangiert. Das landwirtschaftliche Management mit den hohen externen Inputs von Düngern, Pestiziden ist einer der Haupttreiberkraft, was das Thema Artenvielfalt angeht. Und da muss man natürlich immer differenzieren, nicht die Landwirtschaft, sondern eben Teile der Landwirtschaft. Und wie Martin Häusling es eingangs sagte, das System ist da nicht hilfreich, um diese Problemfelder wirklich aktiv anzugehen. Und da kommen wir später noch auf die verschiedenen Faktoren auch. Ja,
Die Übernutzung der biologischen Ressourcen ist ein weiterer Aspekt. Wir haben ja den Earth Overshoot Day auch jedes Jahr jetzt, der ja scheinbar immer weiter nach vorne rückt und wir jedes Jahr vor Augen geführt bekommen, dass wir viel mehr Ressourcen nutzen, als uns ja, und nachfolgenden Generationen eigentlich zur Verfügung steht. Die Natur kann so schnell gar nicht nachliefern, wie wir Ressourcen eben verbrauchen. Ja, nächster Punkt, die Umweltverschmutzung, Stoffeinträge, das ist auch ein sehr massives Problem, was im Feld der Stickstoffproblematik deutlich gemacht werden kann, aber auch die vielen Pestizide, die eingesetzt werden, die oftmals ja nur auf einzelne Wirkstoffe hin untersucht werden, aber in der Kombination, in den Wechselwirkungen wird es nicht immer in dem Maße erforscht, sodass wir da auch dringend gegensteuern müssen und wieder gezielter und weniger Stoffeinträge, gerade von den hochspeziellen und hochwirksamen Stoffen, müssen wir etwas gegensteuern. Ja, zuletzt haben wir hier noch die invasiven gebietsfremden Arten aufgeführt. Das ist auch jetzt parallel zum Klimawandel eben zu beobachten, dass wir vermehrt Arten auch hier bei uns antreffen oder eben auch in anderen Regionen, wo sie vorher nicht vorkamen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass sich das ganze Netz an Arten verändert, wie das im Einzelnen dann vonstatten geht, welche Dominanzen dort auch entstehen, das werden wir sehen. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht wieder zurück... Ja, genau. Und ich habe mal hier noch ein paar Punkte aufgeführt, was das politische Handeln angeht. Wir haben hier ja kürzlich auch die Debatte um das Nature Restoration Law in Brüssel verfolgen können, wo eigentlich doch jedem klar sein müsste von den Entscheidungsträgern, dass wir hier mit einer Krise in einer Dimension zu tun haben, was uns und nachfolgenden Generationen massiv beeinträchtigt. Da müssen wir gegensteuern, aber man tut sich eben im politischen Feld schwer und nutzt es manchmal, um ja, Konflikte aufzubauen, die eigentlich ja nicht hilfreich sind. So. Nächste Debatte, Glyphosat ist jedem ja bekannt, ist nur als Beispiel hier genannt für viele andere Totalherbizide oder Wirkstoffe, die wir einsetzen und die massiv auf die Artenvielfalt auch gerade im Boden massiv sich auswirken. Dort steht die Forschung noch am Anfang über die Zusammenhänge in den Böden. Da sind wir noch gar nicht so weit, wie wir vielleicht gedacht haben. Ja, neue Gentechnik, ein weiteres Stichwort, das jetzt auch gerade in Brüssel in den Verhandlungen wieder steht. Manche versprechen sich davon die Lösung vieler Zukunftsprobleme, aber was das für Auswirkungen haben kann, da sollte man noch besser mit dem Vorsorgeprinzip sehr behutsam umgehen und ja, erstmal Langzeitstudien noch abwarten, aber für die Biolandwirtschaft wird es natürlich trotzdem ein Problem. Ja, die mangelnde Finanzierung noch als Aspekt oder als Punkt hier aufgeführt. Bei den großen Konferenzen werden oft Beschlüsse gefasst, man verabredet sich, aber wenn man dann nach ein paar Jahren Resümee zieht, dann zeigt sich oft, dass die Mitgliedstaaten ihren Ankündigungen nicht immer gefolgt sind. Also da ist auf jeden Fall auch nachzusteuern. Ja, bitte. Ich fürchte, wir müssen ein bisschen Gas geben. Dabei wollen die Menschen was anderes, das wissen wir. Das zeigt sich regelmäßig bei den Umfragen hier, ein Ausschnitt aus der Umweltbewusstseinsstudie, wo man gefragt hat, was interessiert denn die Menschen mit Blick auf Lebensmittelversorgung und Herstellung? Und da stellen wir doch fest, dass 85% im Grunde glauben, nicht genug oder eher nicht genug wird getan für den Erhalt der Artenvielfalt. Das ist schon eine heftige Zahl. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, wie die Bevölkerung das Ganze sieht. Das ist ja eine repräsentative Untersuchung. Das bist du. Da bin ich jetzt nochmal. Ja, genau. Hier ist für dich auch. Danke. Ja,
Also wir haben uns zahlreiche Studien angesehen, vorhin schon mal kurz erwähnt, IPBES-Report ist, der IPBES-Report 2022 ist da sicherlich eine ganz wichtige Quelle gewesen, aber auch die anderen hier aufgeführten. Dazu muss man sagen, dass natürlich auch die ehrenamtlichen Naturschützer, die mit ihrer teilweise doch sehr hohen Kompetenz da auch immer wieder dran arbeiten, um die Bestände überhaupt zu erfassen. Wir haben ja so auch in einigen Quellen nachzulesen durchaus das Problem, dass wir gar nicht ausreichende Akteure haben, um die Arten immer zu bestimmen. Also wir sind da längst noch nicht mit dem Instrumentarium so weit, dass wir über alle Arten bei uns vorkommende oder auch weltweit vorkommende gute Aussagen treffen können. Das sind oft eben nur Abschätzungen, genauso wie man gar nicht genau sagen kann, wie viele Arten denn auf unserem Planeten leben. Ja, wir. Ja, aber die Naturschützer sind es nicht allein, sondern auch von Seiten der Ökonomie wird inzwischen gewarnt und Stellung bezogen und auch die großen Beratungsunternehmen wie Boston Consulting, McKinsey und so weiter, auch die Weltbank und die Versicherer beispielsweise in Deutschland haben begriffen und sagen, wir müssen umkehren und Natur hat einen Wert. Und dieser Wert wird beziffert, der ist sehr erheblich. Man spricht von Billionen Dollar, gut, das lässt sich dann nachlesen oder sehen. Das ist interessant, dass nicht nur wir eine Insider-Diskussion führen, sondern tatsächlich inzwischen das angekommen ist, auch in der Wirtschaft. Ja, vielleicht kurzer Nachtrag dazu. Die Versicherungswirtschaft ist da auch sehr alarmiert. Die eine der größten Münchner Rückversicherungen hat da auch eine eigene Abteilung und ja, die Meldungen sind da auch durchaus wegweisend. Hier will ich mal anhand der Pestizide, die hier europaweit mal dargestellt sind, ich hoffe, man kann es erkennen, der dunkelrote Punkt für Insektizide, der hellrote für Herbizide und dann Fungizide in grün, welche Mengen ausgebracht werden und was das dann im Einzelnen auf den Flächen, weil wir sprechen ja auch von hoch intensivst genutzten Flächen in weiten Teilen Europas und da kommt eine Fracht an Pflanzenschutzmitteln, die ja nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die natürlichen Ressourcen wie Grundwasser oder ja eben auch die ganze lebende Biosphäre beeinträchtigen kann. Hier komme ich mal auf das Kapitel Moore hier dargestellt, mal an ausgewählten Staaten. Einige, die diese Diagramme zeigen, welche Moorfläche ursprünglich mal da war und farblich abgesetzt, wie viel davon jetzt verloren ist. Also nur Kanada ist noch ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, ja, die haben bislang wenig Moore zerstört. Einige andere Staaten sehen auch gut aus, aber in Finnland, in Deutschland, da sieht es schon nicht mehr so gut aus. Hier, welche Lebensräume da auch verbunden sind und verschwinden, mal für Europa dargestellt. Ich kriege das Signal, ich muss etwas schneller, deswegen fliege ich mal hier etwas drüber. Wir haben in Deutschland noch ein paar sehr markante Moorgebiete und mit Hilfe des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz soll ja auch versucht werden, jetzt wieder Flächen wieder zu vernässen. Dort sind natürlich Zielkonflikte mit den Landbewirtschaftenden, aber es hat die Bundesregierung ja 4 Milliarden Euro für 4 Jahre in Aussicht gestellt, sodass wir da hoffnungsvoll sein können, dass da das ein oder andere Moor auch wieder vernässt wird und einen Beitrag für Artenvielfalt, aber auch Klimaschutz leisten kann. Ja, zum Thema Wälder, da müsste man natürlich auch eine eigene Veranstaltung machen. Das ist sehr komplex, aber der Verlust von naturnahen Waldökosystemen schreitet weiter voran, sowohl global als auch in Europa. Denkt man an die rumänischen intakten Schutzgebiete, eigentlich Schutzgebiete, die aber nicht wirklich Schutz in ausreichender Qualität haben.
Und wir sehen, WWF Living Forest Report hat es nochmal dokumentiert, dass durchschnittlich 13 Millionen Hektar jedes Jahr an Wald verschwindet. Und das ist ein Ausmaß, das ja, wird einem immer deutlich, wenn man Satellitenbilder anschaut. Gut, hier nochmal eine Abbildung zu dem Thema Stickstoff. Man sieht, welche Artenvielfalt ohne Düngung vorkommt und dann aufgesplittet mit verschiedenen Kombinationen. Also es wird gerade in den intensivst genutzten Räumen immer mehr zu einem Problem, dass der Luftstickstoff, aber auch die Einbringung von Düngemitteln die Böden und die Artenvielfalt tangieren. Ja, hier mal kurz ein Diagramm, das sich mit den Bewirtschaftungsformen Grünland beschäftigt. Hier sind untersucht worden die Grünland-Lebensräume in Natura 2000-Gebieten und man sieht, dass eben doch vor allem auch die Landwirtschaft dort eine Belastung darstellt. Ja, Fakten, Ursachen sind eigentlich hinreichend bekannt, aber wie eingangs kurz angesprochen, in der Forschung deutet vieles darauf hin, dass wir auch ähnlich wie im Themenkomplex Klimaschutz oder Klimawandel, Klimakrise, auch bei dem Thema Biodiversität mit Kipppunkten zu tun haben. Und das ist gerade ein Feld, was sich ja, hier aufgeführt in einigen der Regionen Amazonas, westafrikanische Monsun, der sich stark auswirken kann. Und die Korallenriffe, Mangrovenwälder sind noch zu nennen. All das sind Elemente, wenn die uns verloren gehen oder sich stark verändern, dann hat es eben gravierende Auswirkungen, ja, nicht nur für die Arten. So, da übergebe ich nochmal, bitte. Ja, ich habe schon gesagt vorhin, Fakten, Ursachen sind bekannt. Wir haben über Vogelstudien, wir haben die Krefelder Studie gesehen beim Thema Insekten. Jetzt sehen wir aber auch an anderen Studien, dass im Wald, nicht nur im Offenland, auch im Wald es zu Bestandseinbrüchen kommt. Auch da geht es bergab. Ich verzichte darauf, die Zahlen oder die Folien zu zeigen zum Thema Rebhuhn. Uferschnepfe, was auch immer, gerade diese Lemmikolenarten sind zum Teil mit über 90% Rückgang betroffen. Im Wald sieht es ein bisschen anders aus teilweise, da geht es nach vorne. Diese Tipping Points haben wir eben angesprochen, die Populationsgrößen gehen zum Teil zurück auf einen Umfang, der dann ein Überleben nicht möglich macht. Gut untersucht wurde es vor allen Dingen zwischen 1980 und 2016. Und wir kommen zurück auf das Thema Agrar. In der Agrarlandschaft ist die Auswirkung am stärksten zu sehen. Lösungsansätze gibt es teilweise. Das hier eine Bekassine im Meckerflug, sagen wir mal so, im Balzflug. Die meckert ja die Himmelsziege durch diese abgespreizten Schwanzfedern. Man versucht über Lärchenfenster, über Blühstreifen, Wiedervernässung und so weiter Dinge hinzukriegen. Aber ein Lärchenfenster oder die Lärchenfenster werden die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft nicht retten. Da kann die Bekassine fliegen, so viel sie will, und meckern, so viel sie will. Oder es gibt Projekte, die funktionieren, aber die führen Nischendasein. Es gibt ein Rebhuhnprojekt beispielsweise in der Mitte Deutschlands rund um Bad Zwesten. Das funktioniert ganz gut. Da ziehen aber tatsächlich auch Bauern und Naturschützer, Landwirte und Naturschützer an einem Strang. Dann klappt das. Wiedervernässungsprojekte gibt es, die ANK, da hören wir vielleicht noch was von, wir haben ja einen Vertreter des BMUV hier sitzen, der gleich aufs Podium kommt. Extensivierungsprogramme, ökologischer Landbau, alles das trägt bei zur Rettung der Artenvielfalt, der Biodiversität, aber es sind häufig Projekte, die in sehr kleinem Maßstab nur laufen. Und der Kiebitz ist übrigens auch einer dieser Leidtragenden mit Rückgängen über 90%. Ja, hier haben wir nochmal einige der Instrumente aufgeführt, die sich seit vielen Jahren eigentlich schon bewähren sollten
In Teilen haben sie das auch. Es gibt da gute Ansätze, aber wir sehen, dass es noch nicht reicht und wir müssen dort nachsteuern. Wir müssen bei den Pestiziden, hatte ich erwähnt, bei Nitrat, bei der Wasserrahmenrichtlinie, die 2027 europaweit eigentlich alle berichtspflichtigen Gewässer in einen mindestens guten, besser in einen sehr guten Zustand, was nach klaren Kriterien versehen ist, überführt werden sollten. Das Ziel wird nur sehr in Teilen erreicht, so zeigt sich das jetzt schon. Aber man sollte nicht die Anstrengungen unterlassen, möglichst viel dort noch umzusetzen. Schutzgebiete, ja, auch da gibt es noch Defizite. In den FFH-Gebieten sind noch längst nicht alle Maßnahmenkonzepte wirklich umgesetzt. Man muss auch immer schauen, welche anderen Faktoren spielen da eine Rolle und eventuell auch die Konzepte anpassen. Das Nature Restoration Law wurde schon angesprochen. Die GAP als ein zentrales Steuerungsinstrument in der Landbewirtschaftung. Wir sehen gerade wieder, die einzelnen Mitgliedstaaten der EU sollen jetzt Programme vorlegen. Ob das jedes Mitgliedstaat dann wirklich mit der Intention und dem Schutzgedanken auch wirklich hinbekommt, ist doch sehr zweifelhaft. Wird sicherlich auch im Panel gleich noch eine Rolle spielen. Die COP15 in Montreal war angesprochen worden. Da kommen wir auch gleich noch mal zu den Zielen. Gut, wir switchen noch mal hier. Ja, wir kommen zum Ende. Die großen Ziele zum Thema BioDiff, die letztens verabredet wurden, letztes Jahr im Dezember, mit dem Kunming-Montreal-Abkommen auf der COP15, lesen sich eigentlich ganz gut. Aber es sind eben Ziele. Das wird ja oft bemängelt, ohne Ziele kommen wir vielleicht auch nicht voran, aber wir bleiben oft bei den Zielen stehen. Ich will sie ja nicht alle jetzt durchgehen hier, das ist alles sehr vernünftig. Trotzdem springt das aus ökosystemarer Sicht an vielen Stellen noch zu kurz. Aber wir müssen in die Umsetzung kommen und dürfen hier an der Stelle nicht stehen bleiben. Deswegen haben wir Forderungen, hat Martin Häusling Forderungen formuliert, die gleich nachzulesen sind, wenn Sie sich die Studie mitnehmen oder online sich anschauen, die wir jetzt hier nicht im Einzelnen alle vorstellen werden. Das kommt in der Diskussion wahrscheinlich. Es sind 10 Forderungen, die sich um die Agrarpolitik ranken und so weiter, um die Schutzpolitik. Ich glaube, es würde zu weit führen und zu lange dauern, das jetzt im Einzelnen durchzugehen. Sie finden das, wie gesagt, in der Studie und auch online. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht jetzt in die Diskussion kommen. Dankeschön. Genau, ganz herzlichen Dank an Carsten Hochholl. Bleiben Sie noch stehen, vielleicht gibt es ja noch Rückfragen. Da hatten wir jetzt noch kurz den Moment, genau. Erstmal ganz kurz Hallo von meiner Seite, Lena Luig. Ich leite hier das Referat für internationale Agrarpolitik in der Heinrich-Böll-Stiftung und freue mich auch sehr, dass wir eine weitere Kooperationsveranstaltung hier mit Martin haben und so ein spannendes Thema, und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden als Autoren dieser sehr, ich glaube, für die Debatte hilfreichen und spannenden Studie, und habe mich persönlich natürlich auch gerade sehr gefreut bei der Präsentation, dass so viele Grafiken aus unserem Mooratlas und Pestizidatlas dabei waren. Die liegen auch draußen noch aus, wen das interessiert. Genau, wir haben noch einen Moment Zeit, bevor ich jetzt die anderen Podiumsgäste auf das Podium hole, für Rückfragen an die beiden Autoren. Das heißt, ich würde jetzt einmal blicke hier in die Runde, ob es Rückfragen gibt an das bisher Präsentierte. Argen von den Fakten. Dann darf ich vielleicht noch kommentieren, sagen, uns ist klar, dass das, was wir hier präsentiert haben, nur jeweils ein Anriss sein kann der gesamten Problemstellung. Uns ging es, und Martin Häusling ging es ja darum, dieses Thema nach vorne zu tragen und das in der Öffentlichkeit wahrnehmbarer zu machen. Ja, also deswegen ist das keine erschöpfende Darstellung der Problemlage, sondern es sind einfach immer nur Aspekte, und deswegen ließ sich das auch nur anreißen. Ja, bitteschön. Ja, genau, können wir da einen Moment, es kommt dann.
Genau, damit die Online-Zugeschalteten das auch verstehen können. Ja, natürlich. Hartwig Berger, aber ich habe gar keine Frage, sondern Empfehlung, weil es nicht nur mir wirklich sehr eindrucksvoll, sehr gut gefallen und sehr inhaltsreich und wichtig ist, dass Sie diese Studie bei jeder Gelegenheit bei anderen Gruppen auch in größerem Kreise vorstellen. Das ist also mein Vorschlag, meine Bitte an Sie. Ich denke, es ist ja deutlich geworden, dass ein großer Teil der Bevölkerung das Anliegen teilt. Sie sagten 85%. Vielleicht ist das zu optimistisch, dass Sie sich auch wirklich dafür interessieren und engagieren. Aber ich denke, dass diese Studie wirklich in der Breite vorgestellt und diskutiert werden soll. Da kann ich Sie nur ermutigen zu. Dankeschön. Genau, da ist gleich noch eine Frage dahinter. Auch gerne kurz mit Namen und vorstellen, wenn es recht ist. Okay, Magdalena Trapp vom NABU und ich arbeite auch an dem Thema Biodiversitätspolitik, deswegen super spannend. Danke für die tollen Inputs und da waren ja super tolle Grafiken drin in dem Vortrag und da gab es unter anderem eine, wo es um die Ursachen, also die Ursachen von Grünlandbedrohung sozusagen in den Schutzgebieten, wenn ich es richtig verstanden habe, in den Natura 2000 Gebieten ging. Da würde mich total interessieren, ist diese Grafik in der Studie dann drin oder wo kann ich die finden? Okay, super, danke. Dann klärt das schon die Frage. Schnell beantwortet. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, hallo, Marlene Ziege von der Aurelia-Stiftung. Mich würde interessieren, inwieweit Sie schon reingeschaut haben in die neue Biodiversitätsstrategie, was Sie davon halten und ob Sie denken, dass das Ruder rumreißen würde. Sie meinen auf Bundesebene, oder? Ja. Ja, die ist ja gerade in der Erarbeitung. Das wird natürlich wieder das Thema auch noch mal befeuern und die Problematik deutlich machen. Vielleicht kann er auch gleich auf dem Panel noch da genauer, da kommt schon ein Kopfnicken, darauf eingegangen werden. Ja, wir müssen natürlich Resümee beziehen, alle 10 Jahre eine neue Strategie zu entwickeln und dann wieder ins Schaufenster zu stellen, wird nicht reichen. Klaus Henning hat es auch deutlich gemacht. Wir müssen in die Umsetzung, wir müssen mehr in die Umsetzung kommen. Wir müssen die Forschung ernst nehmen, die Wissenschaft wirklich hier auch nicht nur auf großen Konferenzen mal kurz ins Rampenlicht, sondern wir brauchen es tagtäglich. Und ich habe mal die Idee gehabt, wenn jede bedrohte Art den Sound eines Rauchmelders auslösen würde, dann wäre es sehr laut auf diesem Planeten. Genau, das Thema nationale Biodiversitätsstrategie kommen wir auf jeden Fall auf dem Podium noch zu sprechen. Okay, dann glaube ich, ist das jetzt erstmal an Rückfragen abgedeckt. Ganz herzlichen Dank noch einmal. Und genau, gerne nochmal Applaus für die Autorin. Dann möchte ich jetzt hier zu mir auf die Bühne bitten. Einmal Frau Dr. Kirsten Thonicke. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin und Leiterin der Arbeitsgruppe Ökosystem, können Sie den Platz aussuchen, Ökosystem im Wandel am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dem PIK, sowie Sprecherin des Leibniz-Forschungsverbundes Biodiversität. Schön, dass Sie hier heute dabei sind. Ja, vielen Dank. Genau, als nächstes Herr Dr. Josef Tumbrink ist Sonderbeauftragter für das Nationale Artenhilfsprogramm beim Bundesumweltministerium oder in langen Form Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Und er ist heute sozusagen unser Vertreter der deutschen Politik sozusagen zum Thema, der Bundesregierung zum Thema Biodiversität. Schön, dass Sie dabei sind. Dann habe ich als nächstes Florian Titze. Kommen Sie gerne hier aufs Panel. Florian Titze ist Senior Policy Advisor für internationale Biodiversitätspolitik bei WWF Deutschland. Auch schön, dass Sie dabei sind. Haben wir sozusagen den Hut heute auch für die globalen Fragen der Biodiversitätsstrategien. Und, Entschuldigung, einen Moment für Applaus. Und dann Martin Häusling, den inzwischen alle kennen. Martin Häusling ist agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament und auch Mitglied im Umweltausschuss.
Genau, Martin, ich würde mit dir beginnen. Wir haben ja jetzt schon diese eindrücklichen Daten von Herrn Groth und von Herrn Rocholl gehört. Und ich nehme mir schwer an, dass hier auf dem Podium sich da alle einig sind, dass eben die Dimension, die Tragweite der Biodiversitätskrise noch nicht hinreichend erkannt ist und schon gar nicht in Handeln umgesetzt wird. Dein Schwerpunktbereich ist ja jetzt die europäische Agrarpolitik. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, welche Rolle spielt hier aus deiner Perspektive die Agrarpolitik? Und es ist schon angeklungen, es wurden Forderungen formuliert. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen. Ja, der Bereich europäischer Agrarpolitik ist ein Bereich, der seit Jahren auf eine Reform wartet. Es fing ja damit an, dass in der letzten Reform dann gesagt wurde, ja, wir machen ein Greening. Ist nicht so richtig, hat nicht so richtig was verändert. Jetzt die jetzige Agrarreform, der wir auch nicht zugestimmt haben, nochmal alle Gerüchte einzustellen, dass wir was damit zu tun hätten. Die hat dann gesagt, okay, 25% der Gelder gehen in sogenannte freiwillige Agrarumweltmaßnahmen. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn man dann genauer schaut, was ist denn das, ist das eigentlich als immer nur ja, sehr sanft. Ja? Man möchte nicht hart eingreifen in die gemeinsame Agrarpolitik, weil das erste Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist immer noch billige Ware produzieren. Das hat sich auch nicht wesentlich geändert. Seit dem Ukraine-Krieg sagt man jetzt auch noch mehr. Ne? Und wir müssen ja auch noch billiger produzieren, weil Landwirtschafts- oder Nahrungsmittelpreise sind ja scheinbar der Haupttreiber der Inflation. Wir haben dann versucht, und das hat die Kommission ja, muss man auch sagen, tatsächlich hatten wir Hoffnungen da drin, dass sie reingeht in diese Farm-to-Fork-Strategie und sagt 50% weniger Pestizide. Der Umweltausschuss hat letzte Woche verabschiedet, ja, das Ziel ist auch weiterhin der Maßstab dieser Richtlinie. Ob das Parlament, ob im Parlament das ganze Ding überlebt, das weiß ich nicht, aber es sind halt immer schöne Ziele, die formuliert werden. Das ist ja schon klar, das haben ja auch die beiden Autoren gesagt, Ziele haben wir genug. Aber es mangelt halt an der Umsetzung. Was bedeutet das konkret? Wir reden auch nicht über Tonnen an Pestiziden, die wir senken sollen, sondern wir müssen ja gucken, Neonikotinoide sind jahrelang auf dem Markt gewesen, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, huch, die sind ja doch gefährlicher, als wir gedacht haben. Ja? Wir reden jetzt wieder über das Thema Glyphosat. Ich falle immer fast vom Glauben ab, nach dem Motto, alle Studien sagen, Leute, das geht so nicht weiter. 40% aller Äcker in Deutschland werden mit Glyphosat regelmäßig behandelt. Und dann sagt die EFSA und die Kommission, ja, wir wissen zwar nicht alles, aber bis jetzt können wir nicht sagen, dass es tatsächlich gefährlich ist. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn man gerade bei diesem Stoff, der ja nicht deshalb verwendet wird, weil er irgendwie selektiv wirkt, sondern es ist ein Mittel, was alles Grüne abtötet. Und weil es einfach und billig gerade für Großbetriebe anzuwenden ist, deshalb wird das gemacht. Also da sieht man mal, wir müssen jetzt nicht großartig Agrarsysteme ändern, sondern man kann auch das Ganze mit Methoden machen, wie es auch Biobetriebe machen. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, im Agrarbereich sind in Europa die allergrößten Beharrungskräfte. Das muss ich wirklich sagen, auch nach fast 15 Jahren im Agrarausschuss, da wird alles torpediert, was in Richtung Umwelt geht, nach dem Motto, bloß nicht die Bauern belasten, am besten das Geld für die Bauern, aber keine Auflagen. Das ist immer so das Motto, was die meisten da haben. Ja, danke für diese Einblicke aus der europäischen Agrarpolitik. Frau Thonicke, ich komme mal zu Ihnen. Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung explizit mit der Schnittstelle oder den Wechselwirkungen zwischen Klimakrise und Biodiversitätskrise. Können Sie uns da einmal mitnehmen, was sind da die neuesten wissenschaftlichen Daten und was ist da aus Ihrer Perspektive noch zu wenig im Fokus oder muss unbedingt stärker in der Öffentlichkeit thematisiert werden? Ja, vielen Dank für die Frage. Was wir uns anschauen, ist, dass wir einerseits die Auswirkungen des Klimawandels auf die natürlichen Ökosysteme, auf die Wälder uns anschauen und ganz konkret uns anschauen, wie natürlich auch das Waldbrandrisiko sich verändert. Was wir aber herausfinden, ist, auch nicht weiter überraschend, dass natürlich diverse Wälder stabiler sind, auch gegenüber dem Klimawandel, aber das natürlich auch seine Grenzen hat. Wir wissen, dass Biodiversität viel empfindlicher ist, auch unter Klimawandel, unter Klimaerwärmung. Und die Erkenntnisse verdichten sich, dass die, ja,
die unterstützende oder schützende Funktion der Biodiversität für das Funktionieren unserer Ökosysteme ungefähr bei 2 bis 3 Grad globaler Erwärmung liegt. Jenseits dessen kann auch die Biodiversität nichts mehr ausrichten. Das heißt also, da geht es darum, wie funktioniert das Waldwachstum, wie viel Biomasse können die Wälder speichern, wie sieht die Speicherfunktion im Boden aus und eben auch für die Wasserfunktion. Jetzt ist die Frage, was ist davon noch unzureichend bekannt? Das ist jetzt erstmal schwer zu sagen, um das in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich glaube eher, was eine zündende Erkenntnis war, die sich jetzt auch gut in die Öffentlichkeit tragen lässt, um ein positives Beispiel zu bringen, ist die kombinierte Krise aus Klimawandel und Biodiversität und dazu aber eben die Erkenntnis, was jetzt auch nicht irgendwie so weiter super schwierig ist, ist, dass die eigentlich beide die gleichen Ursachen haben. Also der Verlust der natürlichen Lebensräume seit der Industrialisierung, der ganze Verlust der Abholzen der Wälder, über Industrialisierung der Landwirtschaft, das alles, Nutzung, Verschmutzung, Nutzung von Pestiziden ist alles schon angesprochen worden. Klar, auch der Ressourcenbedarf, wie viel pro Kopf eigentlich verbraucht wird an Ressourcen, wie viel Naturgüter wir nachfragen. Das sind alles Sachen, die letzten Endes die Ursachen für die Biodiversitätskrise sind, aber eben auch Ursachen für den Klimawandel. Darin liegt aber auch eine Chance, eben genau über dieses gemeinsame Ansprechen der Ursachen eben auch beides zu lösen, ohne dabei die Zielkonflikte, die sich bei diesen Lösungen ergeben, auch aus dem Blick zu verlieren. Ja, vielen Dank. Ich muss da gerade nochmal daran denken, das kam ja auch in der Präsentation schon zur Sprache, dass etwa das Beispiel Wiedervernässung von Mooren da irgendwie ein gutes Beispiel ist. Ne? Dass es sowohl der Biodiversität als auch dem Klimaschutz sehr, sehr dienlich ist. Wollen Sie noch reagieren? Oder? Ich möchte... Also solche Sachen zu erstellen wie eben der Mooratlas und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Und für die deutsche und europäische Perspektive, glaube ich, ist der Hauptfokus eben auch auf die Unterstützung des Wasserkreislaufs, das Wasser länger in der Landschaft zu halten. Das ist sozusagen das A und O. Ja, herzlichen Dank. Dann springen wir einmal zu Ihnen, Herr Titze, auf die große globale Ebene. Sie waren letztes Jahr in Montreal mit dabei, als das bereits erwähnte Abkommen oder der sogenannte Global Biodiversity Framework verabschiedet wurde. Jetzt gerade hat noch in Nairobi ein Treffen stattgefunden der internationalen Regierungen über wissenschaftsbasierte Maßnahmen, die eben da zur Umsetzung beitragen sollen dieser Ziele. Vielleicht erstmal die Frage, sind diese Ziele aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Erfahrung tatsächlich bahnbrechend, so wurde es häufig kommuniziert, und gleichzeitig, wie steht es da mit der Umsetzung der diversen SDGs, also Sustainable Development Goals, bei denen Biodiversität eine Rolle spielt? Ja, vielen Dank. Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich nochmal persönlich auch meinen Dank zum Ausdruck bringen für die Autoren der Studie. Wir brauchen wirklich jeden Impuls für die Öffentlichkeit, für die Politik, um das Thema nach außen zu tragen und mehr Druck zu generieren und wirklich diese große Herausforderung, dafür mehr Momentum zu generieren. Zur COP15 und dem neuen Abkommen, wir haben es als Meilenstein, als politischen Meilenstein bezeichnet. Das ist es aber nicht, weil wir neue bahnbrechende Ziele haben, die es vorher noch nie gab. Es gibt einige neue Dinge, vor allem positiv ist auch ein stärkerer Fokus auf Unternehmen und die wirklichen Treiber in den wirtschaftlichen Sektoren. Aber wirklich die meisten Ziele, so im Grundlegenden, hatten wir auch schon vorher. 2010, der letzte strategische Rahmen. Warum es doch ein politischer Meilenstein ist, weil es unter sehr schwierigen Bedingungen, politischen Bedingungen, multilateral, gelungen ist, diese Richtschnur zu bewahren, international, global, um gemeinsam, weil das ist eine globale Krise, die lässt sich nur global lösen, bis 2030 noch die Kurve zu kriegen. Also bending the curve, wie wir es nennen, den Umkehr des Biodiversitätsverlustes noch zu erreichen. Und diese politische Richtschnur muss nun eben auf die nationalen Ebenen fließen, in allen Ländern in die Umsetzung, unter anderem eben, wir haben schon über die nationale Strategie in Deutschland gesprochen. Ein Punkt noch zu den SDGs, die CBD, die Konvention zur biologischen Vielfalt,
entscheidet ja quasi den globalen Umgang mit SDGs 14 und 15, beziehungsweise die Ziele dafür. Ich möchte aber nochmal betonen, weil es auch im Anfang... Können Sie noch einmal kurz nennen, 14 und 15, welche sind das? Ach so, ja, Biodiversität unter Wasser und Biodiversität an Land. Und das kam in der Vorstellung am Anfang ja vor. Natürlich sind diese SDGs fundamental wichtig, aber es sind nicht nur die. Biodiversität, Ökosysteme und Ökosystemleistungen sind wirklich das Fundament für fast alle SDGs. Es gibt ganz wenige, die gar nicht irgendwie mit der Biosphäre zu tun haben. Also die sind nur mit einer intakten Biosphäre auch erreichbar. Dazu gehört Armut, dazu gehört Ernährungssicherheit natürlich, sauberes Wasser, aber auch wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig und sogar Frieden und Sicherheit. Und das muss man immer mit beachten. Also wir reden hier wirklich über die Grundlagen unserer globalen Gesellschaft. Ja, da klang ja auch schon dieses Framing der Lebensgrundlagen an. Das erscheint mir auch in diesem Kontext als sehr, sehr treffend. Vielen Dank für die Erläuterungen. Damit kommen wir zu Ihnen, Herr Tumbrink, auf die nationale Ebene. Was sind da aus Ihrer Perspektive in Deutschland erstmal die wichtigsten Instrumente, die zentralen Instrumente, die wirklich weiter politisch vorangetrieben werden sollten zum Schutz der Biodiversität? Und wo gibt es da aus Ihrer Perspektive jetzt an Insight sozusagen Umsetzungsdefizite? Gut, also ist ja schon genannt worden, die nationale Biodiversitätsstrategie. Also runtergebrochen natürlich von der CBD. Da arbeiten die Kolleginnen unter Hochdruck dran. Die ganzen Anregungen, die aus den Ländern gekommen sind, aus den Verbänden gekommen sind, einzupflegen. Das wird jetzt auch zeitnah zur Leitung gehen und dann auch als weiterer Entwurf dann auch letztendlich Richtung der anderen Ministerien gehen, sodass das Ziel im nächsten Jahr eben eine neue NBS zu haben und erreichbar sein wird. Was dann da im Einzelnen natürlich drinsteht, müssen wir jetzt nicht durchgehen. Das wird auch noch Gegenstand natürlich einer politischen Auseinandersetzung sein, völlig klar. Das ist ja nicht losgelöst, das ist dann eben eine Strategie auch der Bundesregierung. Das wird sich dann im nächsten Jahr zeigen, aber das, was drinstehen wird im Entwurf, ist sehr ambitioniert. Und wir kommen aber jetzt mit zu dem Punkt zwischen Zielen und Ambition und dem, was tatsächlich passiert. Also das, ich glaube, wir können Haken dran machen. Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Also wir brauchen weiter Forschung, natürlich. Wir brauchen weiter Monitoring, natürlich. Da muss auch investiert werden. Auch Forschungsmittel müssen da stärker rein priorisiert werden. Aber wir haben kein Erkenntnisdefizit, weder national, europäisch noch global, sondern wir haben Handlungsdefizit. Das ist völlig klar. Und Ihre Frage ist ja, wie wird das denn sozusagen jetzt adressiert? Weil mit kein Erkenntnisdefizit, dann also Handlungsdefizit. Wir werden die nationale Biodiversitätsstrategie bekommen. Wir haben im Umweltministerium, ist schon genannt worden, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgesetzt, mit 4 Milliarden ausgestattet und sind dabei, das jetzt über Förderprogramme in die Umsetzung zu bringen. Die ersten Förderprogramme sind da. Ich hörte auch, was so kommunales Förderprogramm betrifft, dass da eine sehr hohe Nachfrage ist. Also da wird was passieren. Meine Aufgabe ist ja, den Artenschutz national nach vorne zu bringen, weil wir da bisher gar nichts gemacht haben. Das haben wir den Ländern überlassen. Auch da geht es voran. Aber es ist immer am Ende eine Frage der Priorisierung in der Politik. Und damit kommen wir zum Kernthema. Die Instrumente sind im Prinzip da. Wir haben ein Naturschutzgesetz, wir haben die Ziele, wir haben ein Naturschutzgesetz, wir haben Ordnungsrecht, das kann man verändern, wenn man will. Wir haben die Agrarpolitik mit all ihren Problemen, die sie uns eben schafft. Das ist der ganz große Stellhebel. Aber Politik muss natürlich Mittel bereitstellen und muss die Entscheidung treffen, um diese Ziele zu erreichen. Das können nicht Ministerien alleine, werden das nicht alleine machen, sondern das sind politische Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und da sind wir bei einem Punkt, über den wir vielleicht auch gleich nochmal diskutieren werden, warum wir im Moment wieder in einer Rückwärtsbewegung sind. So, wir hatten die Biodiversitätsstrategie, wenn ich zu Martin Häusling gucke, ich glaube, da haben wir in Deutschland auch in unserer Ratspräsidentschaft damals 2020 eine Menge Gutes erreichen können, auch mit Hilfe auch der Parteien, auch der Grünen Unterstützung, auch das Budget für Biodiversitätsmittel wird erhöht, der Anteil in der EU. Aber wir haben im Moment ein Rollback und das ist nicht damit sozusagen, geht nicht damit sozusagen konform, was die Bevölkerung will. Die will natürlich ökonomische Sicherheit, sie will auch Frieden haben, aber sie wollen auch Artenvielfalt haben. Das geht aus allen Umfragen hervor.
Und das ist sozusagen im Moment das, ich will mal sagen, wo wir sehen, auch auf europäischer Ebene, Stichwort Glyphosat, Stichwort vorher GAP, dass andere Lobbys sich durchsetzen politisch. So, und die Frage für uns ist, für mich ist, wie können wir diesem essentiellen Thema Artenschutz, Naturschutz wieder mehr Aufmerksamkeit bringen? Deswegen ist es super, dass es jetzt diese Studie auch wieder gibt, ein Baustein, um so den Druck auf die Politik zu erhöhen. Letzter Punkt dazu, ich bin ja Mitglied im Entomologischen Verein Krefeld, Stichwort Krefelder Studie. Da hat man mal gesehen, das sind 30 Mitglieder in dem Verein im Übrigen, das ist ein ganz kleiner Verein, dass der die Welt bewegen kann. Aber wir sehen natürlich auch, dass mit den Jahren seit 2017 auch das Thema wieder gesunken ist. So. Nichtsdestotrotz, mein Fazit ist, wenn wir aus der öffentlichen, aus den Mitbürgerinnen und Mitbürgern Rückenwind bekommen, dann haben wir alle Instrumente, um auch sozusagen die Biodiversität national, europäisch und global hinzubekommen. Wir sind noch nicht über die Kipppunkte. So, ich bin da auch ein positiv denkender Mensch. Ich könnte jetzt 1000 Beispiele anführen, hier Rebhuhn-Projekt, ne? Als allerletztes Beispiel. Das ist erfolgreich. Wir wissen, wie es geht. Wir brauchen 5-10% der Flächen, die sozusagen dann auch für Maßnahmen zur Verfügung stehen, die rebhuhnfördernd sind. Das Projekt haben wir jetzt mal ausgeweitet auf mehr Regionen. Aber das sind eben nur punktuelle Regionen. Wenn man das aus Deutschland ausrollen würde, mit der Landwirtschaft zusammen, dann wäre das mit dem Rebhuhn und anderen Arten kein Problem. Wir wissen, wie es geht. Ganz herzlichen Dank. Ich höre raus, die Instrumente gibt es eigentlich, die Strategie gibt es eigentlich. Es muss mit genügend Geld ausgestattet werden vor allem. Wir kommen gleich nochmal auf die Gegenspieler sozusagen auf europäischer Ebene, den Rollback da zu sprechen. Aber ich habe mitbekommen in der Vorbereitung, ich darf hier nachbohren. Daher nochmal ganz klar, also sind diese 4 Milliarden Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz zum Beispiel, ist das noch nicht genug oder ist das Problem der Finanzierungsvorbehalt? Wo sind da gerade so ein bisschen Ihre Bauchschmerzen oder in welchen Bereichen bräuchte es noch mehr Finanzierung? Also die 4 Milliarden im natürlichen Klimaschutz, die verfallen ja nicht. So, ne? Also das, was dieses Jahr zu Beginn des Programms, das wird ja gerade aufgebaut, noch nicht genutzt werden kann, wird, wenn der Haushalt so jetzt kommt, der 2024er, hinten auf jeden Fall wieder drangehängt. Da geht uns nichts verloren. Und das ist schon mal wirklich eine ordentliche Summe. Das muss man auch wirklich erstmal in Projekte umsetzen. Dafür gibt es die Förderprogramme. Es gibt den Beschluss auch über das Programm dazu. Es gibt eine Menge Engagement jetzt auch. Wird auch Auseinandersetzungen geben um Wiedervernässung und Moore, tut es auch schon. Aber ich glaube, das wird für die nächsten Jahre, ist das eine gute Summe. Die muss man erstmal auch wirklich in Projekte umsetzen. Und dann muss aber in den Folgejahren, da gibt es ja keine weitere Finanzierung, das ist erstmal eine Summe, nicht eine Summe, die jedes Jahr wieder bereitgestellt wird. Darum wird ja die Auseinandersetzung gehen, dass das ab 2027 folgende weiter mit Mitteln hinterlegt wird. Und erfolgreiche Projekte werden da hoffentlich dann aber auch den Weg ebnen. Im Artenschutz, das, was ich zu betreuen habe, werden wir 14 Millionen Euro jedes Jahr haben. Das ist homöopathisch, ne? Für Deutschland, 14 Millionen. Aber Homöopathie wirkt ja, wie wir wissen. Also werden da gute Projekte kommen und sind auch schon da, die zeigen werden, jawohl, das geht eben auch, ne? Also Bundesprogramm Biologische Vielfalt, Rebhuhn-Projekt ist mal über ein anderes Programm gelaufen. So. Und das wird die Entscheidung natürlich sein, das ist eine politische Entscheidung, wie viel Mittel stellt Bundesregierung, der Bundestag für diese Aktivitäten zur Verfügung. Wir wissen, wie es geht, aber wir haben eben zu Beginn des Programms diese Mittel. Ne? Und das, wie gesagt, geht, um Dinge anzuschieben, aber reicht nicht, um Deutschland sozusagen in eine Artenschutzwende zu bekommen. Okay, also wir müssen dranbleiben. Darf ich der Finanzierung kurz anknüpfen? Hätte ich auch bei Ihnen gemacht, gerne. Okay, so ist meine Rolle ist hier so ein bisschen auch die internationale Ebene da mit reinzubekommen. Und das ist ja ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade über die nationale Seite gesprochen und da ist das ANK ja ein besonderer Erfolg, weil es wirklich mal eine große Summe wirklich bereitstellt. Aber wenn wir nach Montreal gucken, haben wir natürlich auch Ziele dort politisch festgelegt, die sich auch auf internationale Finanzierung beziehen. Das Ganze ist ja am Ende auch ein politischer Deal gewesen, ein Kompromiss, weil alle Länder das gemeinsam umsetzen müssen. Und weil wir natürlich auch wissen, also wenn wir über Kipppunkte sprechen, die sind vor allem in den großen, noch biodiversitätsreichen Ökosystemen der Erde, Regenwälder, zum Beispiel das Kongo-Becken. Und
Die Ziele sind jetzt global. Man kann sie aber ungefähr so interpretieren, dass wir bis 2025 eine Verdopplung der internationalen Finanzierung brauchen und bis 2030 eine Verdreifachung. Also schon sehr ambitioniert für, wie sich sowas im Bundeshaushalt von Jahr zu Jahr normalerweise entwickelt. Und hier sehen wir auch gerade eine Stagnation. Also wir haben diese wirklich ambitionierten Ziele und wir haben auch ein Versprechen von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, das er 2022 in New York gemacht hat, das auf 1,5 Milliarden in Deutschland schon mal zu bekommen. Da sind wir noch lange nicht. Auch das wäre ein großer Sprung erstmal. Wäre das die Verdopplung in Deutschland oder noch nicht? Je nachdem, was man als Baseline nimmt. Das ist immer so, sind so Rechenspiele. Aber aus unserer Sicht müssten wir bis 2025 schon über 2 Milliarden, 2,3 ungefähr sein, bis 2030 bei weit über 3 Milliarden schon. Und das ist auch eben für die globale Umsetzung wirklich fundamental. Denn hier geht es einerseits um die Umsetzung, können wir überhaupt umsetzen, es geht aber auch um die Glaubwürdigkeit der politischen Ziele. Wenn wir es in den ersten Jahren der Umsetzung schon nicht schaffen, hier Wort zu halten, dann sinkt das Vertrauen in das ganze Abkommen, auch im globalen Süden, wo wir die großen Ökosysteme haben, die wir schützen müssen und erhalten müssen. Und das sind dann auch also langfristige Folgen für politische Glaubwürdigkeit. Ne? Also ich könnte jetzt weiter referieren darüber, aber das könnte Deutschland letzten Endes sogar im UN-Sicherheitsrat auf die Füße fallen, wenn irgendwann die Länder im globalen Süden sagen, ja, wir haben jetzt wieder neue Abkommen, neue Ziele, wir haben uns da geeinigt irgendwie und das haben die Penholder der Umweltministerien da in Montreal gemacht, aber hält sich ja sowieso keiner dran, dann machen wir das in anderen Politikbereichen auch nicht. Das ist die Gefahr. Ich möchte das noch nicht heraufbeschwören, aber hier ist schon auch wirklich politischer Druck für die Umsetzung auch auf der Ebene. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich wäre auch voll dabei, da auf diese Gefahr von einer wahrgenommenen Doppelmoral und Doppelstandards irgendwie international wirklich da immer das mit im Blick zu haben. Wenn wir nochmal ganz kurz beim Thema Finanzierung bleiben, Frau Thonicke, wünscht sich die Wissenschaft auch noch bessere Finanzierung oder was ist da aus Ihrer Sicht, wo brauchen Sie als Wissenschaft noch eine gute politische oder auch finanzielle Unterstützung? Ich glaube, wo wir gut den politischen Prozess hier auch unterstützen können, ist, dass wir fortlaufend durch unsere wissenschaftliche Arbeit die Wirksamkeit der Umsetzung der Maßnahmen begleiten können. Also Strategien, die mit dem Nature Positive, also naturpositive Maßnahmen, diese ganzen Umsetzungen begleiten können. Also dass wir schauen können, sind diese Maßnahmen wirksam genug, um unter Klimawandelbedingungen diese Ziele trotzdem zu erreichen, weil sie ja eben auch in Gefahr bestehen. Das heißt also, wenn wir sämtliche Abkommen, Strategien, die wir hier entwickeln, müssen immer den Faktor Klimawandel, Klimaextreme auch mit einbringen. Das sozusagen zu begleiten, wir haben jetzt gut dargestellt, was es alles für Gefahren besteht, welche Risiken bestehen, jetzt sozusagen es umzustellen in Richtung, okay, was müssen wir denn tun und wie gut müssen wir sein, das zu begleiten, das würde uns sehr interessieren. Dankeschön für diesen Appell. Genau, Martin, ich komme noch mal zu dir. Jetzt ist schon angeklungen, welche Gegenspieler es da irgendwie gerade auf oder welchen Rollback es auch auf europäischer Ebene gegen Biodiversität gibt. Vorhin in der Präsentation war das Nature Restoration Law erwähnt. Kannst du vielleicht da noch mal reingehen für diejenigen, die jetzt nicht tagtäglich die europäische Politik da verfolgen? Was ist da gelaufen beim Nature Restoration Law? Was war da die sozusagen Gegnerallianz und wie sieht es aktuell, wie ist es aktuell bestellt? Ja, erlaubt mir, dass ich vorher noch mal kurz auf die Finanzierungsfrage eingehe. Wir geben in der Europäischen Union ein Drittel des Haushaltes für Landwirtschaft aus, 55 Milliarden Euro im Jahr. Und wir kriegen es nicht hin, dass man die Landwirte, ich will jetzt die Landwirte, ne, die Wirtschaft, nein, müssen ja Geld mit irgendwas verdienen. Warum ermöglichen wir den Landwirten nicht, dass sie mit Umweltmaßnahmen Geld verdienen? Bis jetzt sagt die Kommission immer, nee, wir können nur was ausgleichen. Also ernst, weniger Weizen, dann gleichen wir das aus. Wir haben lange versucht, auch in der letzten Agrarreform zu sagen, nee, honoriert den Bauern eine Umweltleistung, genau wie wir es in dem Repo-Programm gemacht haben, die werden dafür natürlich nicht nur entschädigt, sie kriegen auch noch einen Bonus. Da machen Bauern natürlich mit. Ist ja nicht so, dass sie jetzt jeden Tag rumfahren und wollen Rebhühner abmähen oder so. Sondern da hätten wir riesige Möglichkeiten. Aber bis jetzt sind 70% der Gelder gebunden daran, dass ein Bauer Fläche besitzt. Ja, hast einen Hektar, kriegst du Geld und dann kannst du noch ein bisschen was Grünes drumherum machen. Dass wir es nicht schaffen, und ich, wenn ich nochmal ins Parlament komme, arbeite ich an der nächsten Reform wieder mit, dass wir es nicht hinbekommen,
dass wir tatsächlich dahin gehen, dass die Landwirte honoriert werden für Umwelt- und Klimaleistungen. Ja, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Ich kann mich halt selber nicht mehr hören, aber es ist halt nach wie vor der Maßstab, den wir anlegen müssen. Und das sind 55 Milliarden Euro. Wie viel? 1,3 Millionen ist dann wirklich homöopathisch. Aber nochmal, wer sind die Gegenspieler? Also die Diskussionen in Brüssel laufen immer so, wir haben ja in der GAP-Reform 4% der Fläche muss stillgelegt werden jetzt vom Ackerland. Zwei Tage nachdem der Überfall der Russen auf die Ukraine passiert ist, kam die EVP, Herr Weber, und sagt, na, jetzt müssen wir darüber nachdenken, wir müssen ja jetzt mehr produzieren, weil vielleicht fällt ja die Ukraine aus. Schwupp war diese 4% Geschichte und dann zu noch gleichzeitig eine verbindliche Fruchtfolge, das war plötzlich weg. Wir hatten vor zwei Wochen eine Aussprache im Agrarausschuss, habe ich gefragt, ja, was hat es denn jetzt eigentlich gebracht? Da sagt der Kommissar allen Ernstes, naja, wir haben eigentlich viel zu viel Getreide auf dem europäischen Markt. Hallo, letztes Jahr haben wir noch, stand die Hungerkatastrophe noch vor der Tür, ja. Also es wird immer eine Begründung gefunden, dann war es Corona und irgendwas, jetzt ist wahrscheinlich der Nahostkonflikt wieder das Thema. Es wird immer eine Begründung gefunden, um zu sagen, wir müssen doch mal kurz eben aussetzen mit den ganzen Umweltmaßnahmen, wir müssen doch so weitermachen. Und das Nature Restoration Law ist ja aus Montreal geboren, ja. Und es kommt ins Parlament und schon sagen alle, ja, also bei uns ist das ja doch total schwierig, nicht bevölkerte Regionen und gehen wir erstmal, die Brasilianer sollen erstmal, ne? Die sollen jetzt, wenn wir Mercosur abschließen, das sollen sich erstmal dazu verpflichten, die afrikanischen Länder, die haben ja so viel freie Fläche, aber wir doch nicht. Also es gab sofort die Diskussion, aber wir können es doch nicht machen. Wir können zwar Geld geben, aber bei uns können wir das nicht machen. Und sofort kommt natürlich die Reaktion, dann wer spielt dagegen? Ich kann nur sagen, wir haben sehr bekannte Gegenspieler. Das fängt an mit der chemischen Industrie, die dann sagt, ja, wir müssen ja die Ernährung sichern und dazu brauchen wir Pestizide. Naja, wir wissen aber alle, dass wir eigentlich eine Überversorgung haben. Jeden Tag, an dem wir 30% der Nahrungsmittel wegwerfen, kann ich nicht sagen, wir müssen mehr produzieren. Aber ist doch klar, wenn wir was ökologisieren wollen, jeder Hektar im Ökolandbau ist ein Verlust für Bayer Monsanto. Ist doch logisch, ja. Und das sind all die anderen Spieler, die nicht wollen, dass sich was ändert. Der Deutsche Bauernverband, Herr Rubitz, sagt dann, naja, also die Bauern, die können wir ja nicht in den Stich lassen, die brauchen ja das Geld und so. Also sind ganz klassische Spieler, wir kennen sie alle. Aber wenn man sich mal anschaut, weil immer gesagt wird, ja, Brüssel ist ein Lobbybetrieb. Ja, ist tatsächlich so. Weil die Lobbys der Firmen, Bayer Monsanto hat doppelt so viel wie alle Umwelt-NGOs an Lobbyisten in Brüssel sitzen. Ja, die laufen nicht erst zu mir, ne? Das muss ich auch sagen. Ne? Ich bin nicht morgen früh belagert, sondern die laufen erst zur Kommission. Die gehen erst bei der Kommission, wenn da was vorbereitet wird, moderieren die das schon runter. Und deshalb sind die Vorlagen schon meistens schlecht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Gesetz, die SUR, also die Sustainable Use of Pesticides, wo ich schon gefragt habe, nachhaltiger Einsatz von Pestiziden, ist auch ein dummer Titel, oder? Da ist sofort losgegangen, das Spielchen, ja, aber wir sind doch gut. Deutschland ist sowieso immer gut. Deutschland ist immer spitze. Aber es ist halt nicht so. Aber damit sagen, wir in Deutschland sind schon gut, wir brauchen da nicht mehr zu senken. Aber die Rumänen sollen das doch machen. Die brauchen zwar nur ein Drittel von dem, was wir in Deutschland brauchen, aber das Argument zieht immer. Und deshalb wird immer gesagt, nee, es geht nicht, wir müssen noch mal ein bisschen abwarten. Und dieses Hinhalten, das macht uns auch macht uns Europäer auf internationaler Ebene natürlich unglaubwürdig. Also wir haben das ja initiiert in Montreal. Timmermans kam als großer Sieger nach Brüssel und am nächsten Tag bei der Umsetzung heißt, nee, geht nicht, also bitteschön. Und das macht uns auch auf internationaler Bühne so unglaubwürdig. Warum sind denn die Brasilianer und die Argentinier jetzt so skeptisch bei den Mercosur-Verhandlungen, wenn wir sagen, macht noch mehr Umweltschutz rein und dann können wir denen zustimmen, weil sie sagen, kommt ihr doch erstmal. Und das geht in vielen anderen Bereichen. Ich bin ja viel auch mit Forstwirtschaft beschäftigt. Was da gerade läuft, finde ich, das sind so, da kommen wir in die Klimafrage, da wird jetzt abgeholzt, was das Zeug hält. Ja, also das nennt man dann Leerräumen der geschädigten Flächen. Völliger Quatsch ist. Aber dann kommt ja, wir brauchen doch das Holz, um in Zukunft Gas zu ersetzen. Also Diskussionen, die wir vielleicht in den 70er Jahren hätten führen müssen, die kommen jetzt wieder Holz als Energieträger, wo wir jetzt schon in Europa ein Übermaß an Importen nötig haben. Ja? Das sind dann so Diskussionen, ja, oder könnte auch weitermachen, Mais
als Energieträger. Es ist ein großer Schwachsinn, dass wir in Europa und vor allem in Deutschland 20% der Fläche nutzen für Energiepflanzen. Nee, wir wollen doch elektrifizieren. Wir wollen doch nicht, dass wir auf Biogas das Gas produzieren. Das ist eine völlig ineffiziente Geschichte. Aber jetzt haben wir eine Biogasanlage in der Landschaft stehen. Dann kommt die ganze Branche und sagt, aber ihr habt uns doch gesagt, die Investition ist geschützt. Da können wir doch jetzt nicht wieder runter von. Ne? Und deshalb einmal einen Fehler gemacht, politisch vor 20 Jahren mit dem Biogas. Und schon hast du was festgeschrieben in der Landschaft. Maisanbau ist eines der größten Probleme, die wir in Sachen Biodiversität haben. Ja? Aber wir haben sie jetzt. Und deshalb ist es so enorm schwierig, wenn wir jetzt auch Programme installieren, müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht wieder solche Fehler machen wie bei Biogas oder Rapsanbau. Und das wieder zurückzudrehen, ist halt immens schwierig. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, Herr Thombrink, Herr Titze, wollen Sie noch ergänzen zu diesen Gegenspielern, politischen Gegenspielern, einerseits auf nationaler Ebene, andererseits im Multilateralismus auf UN-Ebene? Was zum Beispiel das Natural Restoration Law betrifft, das Abstimmungsverhalten im Parlament kann man sich ja angucken. Also das ist ja öffentlich. Also wir wissen, welche Fraktionen da wirklich sehr stark und aus unserer Sicht auch faktenfern in der Argumentation agiert haben. Auf internationaler Ebene ist es immer ein bisschen schwierig. Also es gibt natürlich Länder, Akteure, die da sehr hart mit gewissem Stil verhandeln. Aber das tut die Europäische Union ja in Fällen auch. Hier sind einfach sehr viele verschiedene Perspektiven, die in die Debatte eingehen, wenn es darum geht, diese globale Herausforderung zu lösen. Die sind alle zum größten Teil berechtigt, denn hier sind einfach, also Biodiversität ist überall verschieden, die Länder sind sehr verschieden, im globalen Süden, im globalen Norden, und es gibt auch wenn das immer ein sehr schwieriges Thema ist, gewisse verschiedene Verpflichtungen, denn auch die Ursachen für den Biodiversitätsverlust, genauso wie bei der Klimakrise oder Klimakatastrophe, sind ja nicht gleich verteilt auf der Erde. Also CO2-Produktion ist immer die simpelste Variable. Und entsprechend muss auch die Verantwortung in der Umsetzung entsprechend sein. Da sind wir wieder bei der Finanzierung zum Beispiel. Die ist immer ein Gut, das dann quasi womit gehandelt wird. Deswegen tue ich mich schwer, hier quasi zwischen Gegnern und Befürwortern zu unterscheiden. Wobei wir natürlich schon sehen, dass wenn es jetzt wirklich darum geht, dass das höchste Gut die Biodiversität zu erhalten, da sind die Interessen einfach unterschiedlich. Also es gibt natürlich Länder im globalen Süden, die sagen erstmal, ja, unsere Entwicklung ist uns erstmal wichtiger, weil wir gucken auf SDGs 1 und 2, Ernährungssicherheit und Armut, und das ist natürlich völlig berechtigt. Das globale System ist nicht hilfreich dafür, diese Ziele für die zu erreichen, im Einklang mit einer nachhaltigen Entwicklung. Und da kommt dann wieder Europa ins Spiel und andere Industriestaaten, um das gemeinsam zu schaffen. Und da kommen wir wieder in der Umsetzung eben dazu, wenn das nicht nachgehalten wird oder schon gar nicht erst eingestanden wird in den Verhandlungen, dann ist es sehr schwierig, so ein globales Abkommen gemeinschaftlich ambitioniert sich dazu zu einigen. Und deswegen habe ich das als politischen Meilenstein bezeichnet, weil es wirklich schwierig genug war. Natürlich auch, wenn andere multilaterale Krisen damit reinspielen und so weiter, das ist ja alles nicht in einem Vakuum. Und deswegen ist Biodiversität auch, also es ist so ein bisschen immer so eine Nischenpolitik, aber eigentlich gehört es zu den großen Fragen der internationalen Politik, der internationalen Herausforderungen. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber wir kommen da bis hin zu Fragen zu Migration, Lebensgrundlagen, da sind wir wieder, die in ganz andere Bereiche, Ökonomie, Sicherheit, Gesundheit mit reingehen. Und das müssen wir mehr verbinden und dann nicht von Gegnern und Befürwortern sprechen, sondern das gemeinsam schaffen mit genug Ambition und Glaubwürdigkeit. Danke für diesen Appell. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Sie wollten auch noch reagieren, Herr Thombrink. Ja, ganz gut. Es gilt ja da auch, das Verdoppelungswort gilt ja. Der Finanzierungsmechanismus ist aufgesetzt dieses Jahr. So, also von daher, da werden wir in die Umsetzung auch jetzt reinkommen und einen Hochlauf der Mittel auch bekommen. Dass es zu wenig sein wird global, ist, glaube ich, auch völlig klar. Aber das ist eben eine Frage auch von Prioritäten. Die entscheidet sich auch in der deutschen Politik, in der europäischen Politik. Angesichts der Herausforderung, wie gesagt, Wissensdefizit haben wir nicht, sondern Umsetzungsdefizit. Das ist eine Frage letztendlich dann von politischen Prioritäten oder eben Depriorisierung. Ganz von daher, also global, vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt. Also
Da würde ich eher sagen, da haben wir wirklich auch Erfolge hinlegen können. Auch im, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber im Meeresschutz ist es zumindest gelungen, den Einstieg zu bekommen mit einem globalen Abkommen, eben auf hoher See, auch Richtung Schutzflächen etc. Klar, es gibt die Gegenentwicklung, ne, Meeresboden, Abbau etc. Dem muss man ins Auge sehen, aber zumindest ist es gelungen, auch den Einstieg auf hoher See zu bekommen, um eben da auch den Schutz von Meeren zu implementieren. Muss man natürlich jetzt ausrollen, ganz klar. Aber das, na, sag mal, wenn man eine Umfrage bei uns gemacht hätte, klappt das oder klappt das nicht? Ich glaube nicht, dass die Mehrheit gesagt hätte, das klappt. Und da war doch die Freude da, das hinbekommen zu haben. Aber wie gesagt, national und auch europäisch sehe ich ganz schwierige Diskussionen. Nature Restoration Law gibt ein bisschen Lichtblick aus dieser Woche bei den Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Das wird ja jetzt dann im Trilog weitergehen im November. Ein Trilog noch. Da würde ich jetzt noch nicht den Wahrsager spielen, was da passiert. Aber es gibt zumindest bei uns im Haus da doch die berechtigte Hoffnung, dass wir noch was implementieren können, was uns auch hilft, da weiterzukommen eben bei der Flächenwiederherstellung. Genau, das waren vielleicht nochmal Punkte, die hier in der Diskussion gerade aufgetaucht sind. Aber wie gesagt, das ist auch angesichts natürlich der Wahlen, die anstehen im Europaparlament des nächsten Jahres, da hat sich die EU-Kommission auch nicht mehr viel vorgenommen für das Jahr. Was danach passiert, müssen wir dann mal sehen. Schwierige Situation. Gerade gut gestartet, glaube ich, mit Green Deal, mit Biodiversitätsstrategie und jetzt fehlt eigentlich am Ende dieser Kommissionszeit wirklich der nötige Impuls, die guten Anfänge auch wirklich umzusetzen. So, ne? Und das sehe ich mit Sorge. Ja. Ja, das Umsetzungsproblem. Das ist tatsächlich so, dass sich ja der Weber von der EVP hingestellt hat und hat gesagt, wir sind die Bauernpartei. Nun muss man wissen, in Deutschland 2% der Bevölkerung sind noch landwirtschaftlich tätig. Vielleicht woanders noch ein bisschen mehr, aber er hat gesagt, wir treten für die Bauern ein. Und er hat ganz klar gesagt, wir wollen da keinen mehr belasten. Das ist ja so das Argument, die Bauern, wenn man die so hört, die müssen ja jeden Tag, werden ja nur noch gegängelt und geknebelt, kriegen aber die Hälfte des Geldes aus Brüssel. Also da muss man schon sagen, dass da so ein Schwenk passiert ist von der EVP in die Richtung zu sagen, wir müssen alles anhalten, also nicht nur im Agrarbereich, auch im ganzen Umweltbereich, weil wir können weder Bauern noch Industrie irgendwas zumuten, weil es geht ja allen schlecht. Ist ja auch deutsche Diskussion, ne? 0,5% des Wachstums gehen runter und schon sind alle schier am Verzweifeln. Also, ich meine mal grundsätzlich haben eigentlich alle gedacht, wir können auf Dauer Wachstum produzieren, ohne dass wir mal irgendwo Grenzen kommen. Ja, ich frage mich immer, waren wir nicht mal schon mal weiter in der Diskussion? Aber das ist tatsächlich, das Schwierige ist dann tatsächlich, dass man Frau von der Leyen, um deren Rolle noch mal zu bewerten, wir haben sie nicht gewählt, aber wir haben sie sehr stark unterstützt bei dem Green Deal, bei der Farm-to-Fork-Strategie. Aber jetzt hat sie einen Schwenk gemacht. Jetzt hat sie wieder Spitzenkandidatin der EVP werden. Und jetzt hat sie gesagt, dann in ihrer letzten Europa-großen Ansprache, hat sie gesagt, ja, wir machen jetzt mal so einen Diskussionskreis mit der Landwirtschaft. Also wir müssen mit denen mal, siehe Deutsche Zukunftskommission Landwirtschaft, das wollen wir jetzt auch auf europäischer Ebene machen. Ich habe eher den Verdacht, dass man an dem Punkt das alles erstmal wieder anhalten und ausbremsen will. Nach dem Motto, vor den Wahlen moderieren wir mal runter und nach den Wahlen, wir wissen alle, dass ich fürchte, ich glaube, ich stehe mit der Befürchtung nicht allein, dass es nach den Wahlen zum Parlament schlimmer wird. Also, dass wir die Rechten nicht geschwächt, um es vorsichtig zu sagen, die Rechten nicht geschwächt rausgehen, sondern eher stärker. Also, was wir jetzt nicht umsetzen können, wird nicht besser danach, ist meine Befürchtung. Und dass man viele Sachen jetzt anhält, das ist kein gutes Zeichen. Danke für die Einschätzung. Ich würde sehr gerne noch mal öffnen an der Stelle für Fragen aus dem Publikum. Warten vielleicht einmal kurz. Achso, Entschuldigung. Genau. Ich würde einfach noch mal einen Aspekt noch mal ergänzen, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das, was auch allen bekannt ist, Natur verhandelt nicht und Klima verhandelt auch nicht. Wenn wir glauben, dass wir abwarten können, dass wir warten können, ob die Industrie was machen möchte oder nicht, ob der Handel was machen möchte oder nicht, oder die Konsumenten was machen möchten oder nicht, verlieren wir genau das Zeitfenster bis 2030. Deshalb sind die Ziele,
auch so formuliert, was bis 2030 erreicht werden muss, um noch eine Steuerungsmöglichkeit zu haben, sowohl für den Erhalt der Natur, unserer Lebensgrundlage, mit einem funktionierenden Klima. Danach ist Katastrophenverwaltung. Das heißt also, das Zeitfenster schließt sich. Das heißt auch, wenn wir jetzt diese verschiedenen Strategien haben, müssen wir die Widersprüche auflösen. Und das ist sozusagen die Renaturierungsstrategie, die nicht synchron ist mit der Strategie für Bioenergie. Das ist ein unglaublicher Landfraß. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und wir müssen natürlich auch schauen, das ist auch Teil des Weltnaturabkommens von Montreal, ein wesentlicher Steuerungsfaktor ist, biodiversitätsschädliche Subventionen abzubauen. Das ist ein ganz einfacher Gestaltungsspielraum, der da entsprechend gemacht werden kann. Und das ist sozusagen das, was wir an biodiversitätsschädlichen Subventionen ausgeben, ist um ein Vielfaches höher als das, was für die Förderung der Biodiversität ausgegeben werden kann. Ein anderer Aspekt, der auch noch fehlt hier in unserer Betrachtung, ist natürlich der Druck, der durch die entsprechenden Lebensmittelkonzerne, durch entsprechenden Handel auch noch mit aufgebaut wird, der sozusagen die Verbindung ist zwischen denen, die produzieren und denen, die konsumieren. Und das fehlt in der Betrachtung, weil nämlich auch hier Aspekte der sozialen Ungleichheit auch mit eine Rolle spielen. Die Frage, die auch schnell gestellt wird, naja, aber das kann sich ja keiner leisten. Ja, warum kann sich denn keiner leisten? Weil das ganze Lohnspektrum das einfach nicht ermöglicht. Und das sind alles Punkte, die man eben mit zusammenpacken muss. Das heißt also Klimawandel und Biodiversitätskrise kriegen sie nicht gelöst, wenn sie nicht auch gleichzeitig die Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch noch mit anpacken. Vielen Dank für diese wichtige Ergänzung. Ich glaube auch gerade in Zeiten, die Martin das skizziert hat, eines Rechtsruck, wenn man denn davon sprechen kann, ist das, sollte das im Zentrum stehen und nicht zuerst die Klima- und Biodiversitätspolitik und dann wird es sozial abgefedert, immer gemeinsam gedacht. Ja. Nur ganz kurz, also den schädlichen Subventionspunkt wollte ich auch noch machen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, soweit ich informiert bin, im aktuellen Entwurf der nationalen Biodiversitätsstrategie ist das noch eine Lücke. Müsste ich nochmal reingucken. Okay, dann schaue ich jetzt nochmal hier ins Publikum, ob es noch Fragen gibt oder auch Beiträge. Genau, da Nummer eins. Ja, ich bin Reinhard Lasker, ich bin Journalist. Frau Thunecke, ich fand den letzten Punkt in der Tat wert, sozusagen noch genannt zu werden, Handelsunternehmen. Ich meine, Rewe zum Beispiel in seinem Geschäftsbericht, seiner Selbstdarstellung, betont sehr, sehr stark Nachhaltigkeit, wie wichtig denen das ist und so weiter. Wenn man sich dann anguckt, wo die frischen Lebensmittel, von denen rede ich jetzt, Obst und Gemüse, herkommen, unter welchen Bedingungen in Europa, sieht das total anders aus. Also muss man wirklich sagen, und auch wenn man mit denen redet, räumen die ein, es gibt nur ein Kriterium, ist der Preis. Wenn Sie den Kopfsalat hier in Brandenburg, wenn er noch wächst, kaufen, dann kostet er 10 Cent, auch für Rewe mehr, als wenn er aus Spanien kommt. Meine Frage, darüber werde ich demnächst berichten, deswegen interessiert mich das so, was hat die Politik denn vor oder was kann sie überhaupt tun, um da einzugreifen? Ich meine, jenseits jetzt von großen Strukturveränderungen, die ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, also einer allgemeinen Lohngerechtigkeit in Europa oder so. Also ich wüsste nicht, wie man das organisieren kann. Aber es gibt ein ganz drängendes Problem, das kann man in Spanien gut sehen, was das bedeutet, wenn man auf diese Weise wirtschaftet, wie die Landschaften da aussehen und wird auf jeden Fall stimmen. Also nochmal konkret meine Frage an Sie und natürlich im Grunde genommen dann auch an alle. Welche harten Maßnahmen sind denn da überhaupt denkbar? Was kann man den Wählern, die, sagen wir mal, einsichtig sind und interessiert sind und sagen, jawohl, das kann so nicht weitergehen, dass wir jetzt weiter Flüsse umleiten und noch dies machen und jenes machen, um unser Gemüse und so weiter zu bekommen. Was ist denn da überhaupt gedacht oder denkbar? Ich kann mal aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie versuchen, mit dem Konzept der Ökosystemdienstleistungen zu argumentieren, was eigentlich fehlt. Und das ist nämlich, dass sozusagen die Natur uns den Boden und das Wasser und das Klima dass wir es einfach so nutzen können, um eben unsere Produkte, die wir brauchen, zu produzieren. Was den absurden Zustand hat,
ist, dass die Folgekosten einer nicht nachhaltigen Bewirtschaftung des Naturraums ausgelagert ist. Und das ist mit der einzige, wenn man es jetzt wirtschaftlich betrachtet, ist die Landwirtschaft mit eines der wenigen Sektoren, wo das einfach so möglich ist. Das heißt also, ich kann losziehen, kann Gift auf den Boden springen, solange ich irgendwie was ernte, was ich weiterverkaufe, ist alles prima. Für die Folgekosten, dass der Boden vergiftet ist, komme ich gar nicht auf. Und dieses Missverhältnis ist meiner Meinung nach der Einstieg darin, zu einer echten Preisermittlung zu kommen, indem man eigentlich diese externalisierten Umweltkosten eigentlich mit reinbringt. Ansätze gibt es mit CO2-Bepreisung, da kenne ich mich jetzt nicht so konkret mit aus. Da gibt es andere Leute, auch aus unserem Haus, die es irgendwie können. Aber das ist im Prinzip das große Defizit, dass die Kosten, die dort entstehen, im Sinne von Umweltschäden eigentlich in diesen Preisen nicht auftauchen. Also der Grund, weshalb der Liter Milch irgendwie weggeschmissen werden kann und auch andere Gemüse, Salatsorten irgendwie lächerliche Preise haben, ist, weil eben einfach diese Sachen nicht da sind, weil die Preise einfach diktiert werden können. Und damit stecken die Bauern letzten Endes auch in einem Dilemma, aus dem sie nur schwer rauskommen. Und das aufzubrechen, glaube ich, wäre ein großer Schritt nach vorn. Ich glaube, Florentizer wollte noch reagieren und Martin auch. Ich nehme noch mal ganz kurz die ketzerische Frage mit. Würde das denn, weil ich das Gefühl habe, dass es weiter in die Richtung geht, würde das denn auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit mit adressieren? So True Cost Accounting oder ähnliche Modelle? Was ich eigentlich ergänzen wollte, und das geht sehr in die Richtung, ist ein bisschen größer gedacht, ist das Grundproblem ja in unserem Wirtschaftssystem, in der Produktion, im Konsum, dass wir in vielen Bereichen die wahren Kosten monetär, die auf die Ökosysteme und Ökosystemleistungen anfallen, nicht mit berechnen. Also wenn wir in unserem wirtschaftlichen System Profit berechnen, dann ist das nicht drin, das ist keine Variable, die auftaucht. Und das schreibt auch Patadas Gupta in der Ökonomie der Ökosysteme. Also letzten Endes ist das etwas, was erstmal so global galaktisch klingt, und das so Systemwandel, hatten Sie ja gesagt, das können Sie sich nicht vorstellen. Aber da gibt es ja pragmatische Mittel, politische Mittel, mit denen man anfangen kann. Also Anreizsysteme, Preise, da sind wir wieder bei Subventionen auch. Warum Hafermilch zum Beispiel anders bepreist wird, also steuerlich, als Kuhmilch. Ne? Das sind so simple Dinge, mit denen man anfangen kann, wo man ja zumindest schon mal wahrscheinlich einen überraschend großen Effekt mit auslesen könnte. Danke, Martin. Bei Hafermilch muss ich mich, habe ich Vorbehalt, ich bin Milchbauer. Ja, nein, weil Kühe sichern halt einen großen Teil des Grünlandes, das wir für den Klimaschutz brauchen, nur nebenbei. Nein, ich finde, wenn man so in die Landschaft jetzt guckt, dann hat man so einen Eindruck, unsere ganzen Handelskonzerne sind ja alle grün, ja, sind alle klimaneutral. Wenn man in die Läden geht, warum ist eigentlich immer das Bio-Logo Logo doppelt so groß wie das konventionelle? Ne? Natürlich gehen die dann in den Laden ein und denken, oh, das ist ja hier alles ganz wunderbar toll. Ich selber habe auch das erlebt, wie Handelskonzerne, und Bioland hat sich ja mit unserem großen Lidl eingelassen, wie die am Ende erstmal ganz toll, und wir sind ja alle Partner, und dann 2 Jahre später, eure Milch ist aber ganz schön teuer. Ein bisschen runtergehen könnte das schon. Also wir haben jetzt einen Milchpreis im Moment wieder, der liegt ungefähr zum Milchpreis von vor 40 Jahren. Da kann kein Bauer leben, der muss halt doppelt so viel Kühe halten. Das System wird von dem Handel immer mehr perfektioniert. Was wir machen könnten, ist ja dann die spannende Frage. Erstmal die Konzerne, dass wir reden gerade in Brüssel darüber, dass wir das ganze Green Labeling mal einschränken, ne? Dass nicht jeder irgendein Label erfindet, wir sind klimaneutral und umweltfreundlich und alles, was wir haben, ist regional und die Region ist dann plötzlich Europa. Dass wir das einschränken, dass wir ganz klar sagen, nee, wir haben ein Zeichen, das ist wirklich sehr stark hinterlegt mit ganz vielen Auflagen, das ist das Biozeichen, alles andere ist zum größten Teil der Erfindung der Industrie. Da müssen wir erstmal eingreifen, dass die Leute nicht wirklich hinters Licht geführt werden mit falschen Labeln. Zu Spanien kann ich nur sagen, Spanien hat ein Verfahren der Europäischen Union am Hals wegen dem Wassermissbrauch, und in Spanien ist permanent Wahlkampf. Die Region Almeria ist halt auch mit der Fox-Partei regieren, gerade die Konservativen, die ignorieren das erstmal als Moment. Spanien hat eine schwache Regierung und es wird schlichtweg ignoriert. Und dann fragen wir uns immer, wann greift die EU-Kommission eigentlich mal durch? Wann machen die mal ein Verfahren gegen Spanien? Das weiß doch mittlerweile jeder. Und dass man da diese Missstände in der Wasserwirtschaft oder auch bei, ja, man muss auch sagen, Ausbeutung von Arbeitern in Spanien eine ganz große Rolle spielt. Denn das
Instrument, was die Union hat, also sprich die Kommission, ist ja nur ein Vertragsverletzungsverfahren. Wir alle wissen, wie das Deutschland mit dem Nitratrichtlinie, wie lange das gedauert hat und dann mal was passiert ist. Und wir müssen halt, wie gesagt, die Instrumente der Europäischen Union auch schärfen an dem Punkt. Und das traut sich dann die Kommission nicht. Wer geht schon in einen Konflikt mit Spanien? Es ist ein großes Land. Sie haben auch gerade die Ratspräsidentschaft. Und da müssen wir Instrumente schaffen, dass man wirklich durchgreift. Das ist nicht nur ein Problem bei Wasser. Das geht ja dann auch in die FFH-Gebiete. Schön, alle auf dem Papier sind sie alle da. Aber es wird halt schwach umgesetzt. Und da müssen wir die Instrumente stärken. Die hat die Europäische Union, aber sie traut sich nicht. Die Kommission als Hüter der Verträge ist manchmal einfach ein zahnloser Tiger. Dankeschön. Ich hatte noch zwei Meldungen wahrgenommen, da hinten zuerst, dann hier vorne. Ich gucke auch noch mal, ob sich noch eine Frau meldet. Das würde ich dir noch vorschieben. Ja, okay, ja, wunderbar. Dann zuerst, genau. Achso, machen Sie erst. Und vielleicht sammeln wir die drei Fragen und dann machen wir hier eine Abschlussrunde. Soll ich jetzt anfangen? Achso, ja, okay, bitte. Das ging jetzt aber schnell. Genau, okay, dann vielleicht noch mal kurz auf die nationale Ebene zurückkommend. Genau, also wir haben die globalen Ziele, wurde vorhin angesprochen von Florian Tietze, auch vom WWF, ne, dass ihr gesagt habt, okay, das ist wirklich ein Meilenstein, sehen wir beim NABU ähnlich, also ist quasi wie eine Art Kompass, den man daraus ableiten kann, auch für die nationale Politik. Nun haben wir die Entwicklung der nationalen Biodiversitätsstrategie und des Aktionsplans. Und es klang in der Diskussion schon an, eigentlich haben wir die Argumente auf unserer Seite, eigentlich haben wir auch die Menschen auf unserer Seite bei diesem Thema. Und dann frage ich mich schon, warum sind wir nicht in der Lage, wenigstens bei den Aufgaben, die sozusagen beim Bundesumweltministerium, in den Verbänden, bei uns quasi, die ja vom Thema schon überzeugt sind, liegen, da wirklich was Ambitioniertes vorzulegen. Also dass wenigstens aus dem Kreis heraus wirklich gute, ambitionierte Vorschläge kommen. Und das ist halt leider bei der nationalen Biodiversitätsstrategie beziehungsweise beim Aktionsplan, bei den Maßnahmen, wo es dann konkret um die Umsetzung geht, da sind wir leider noch nicht so weit. Und manchmal frage ich mich so, was fehlt uns da noch? Also fehlen uns die Leute, fehlen uns doch noch Argumente, ne? Fehlt uns irgendwie ein Selbstbewusstsein, eine Stärke? Also weil es ja schon frustrierend, so diese öffentlichen Diskussionen dann auch Diskurse zu verfolgen und da zu sehen, dass es immer weiter zurückgedrängt wird. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich mich frage, ist es dann, wenn wir sozusagen aus unserer, ich sage jetzt mal, Umweltbiodiversitätsbubble hinausgehen, müssen wir da einfach noch besser werden in der Art, wie wir das Problem erklären, adressieren. Lebensgrundlagen wurden gesagt, finde ich ganz wichtig, dass man diesen Bezug an die Bevölkerung, aber auch in der Politik, dass man diese Argumente wirklich immer klar macht. Und eine Sache, die mir tatsächlich fehlt, wo ich auch noch mal sozusagen den Wunsch irgendwie an die Bundesregierung äußern möchte, ist, dass man eine Grundlage hat, wo man sehen kann, wo man öffentlich einsehen kann, also wir als NGOs, aber eben auch für die allgemeine Öffentlichkeit verfügbar. Was sind denn genau die Ziele? Also Bending the Curve ist schon gefallen, ist ja das große Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 zu stoppen und umzukehren. Und dann eben diese Unterziele, was heißt das genau? Ne? Die 30% Schutzgebiete, Renaturierung, 50% Pestizidreduktion etc. Also wo hat man das mal transparent in einer Plattform, wo diese Ziele und auch der Weg zur Zielerreichung und wo stehen wir denn aktuell, wo das irgendwie aufgezeigt wird, dass man auch quasi ein Druckmittel hat, was man immer wieder nutzen kann, wo man immer wieder zeigen kann, okay, jetzt ist hier 2023, wir stehen da, 2024, wir stehen da und wir brauchen aber noch das und das und das alles, um 2030 das wirklich zu erreichen. Und reichen denn aktuell die Maßnahmen aus, reichen denn aktuell die Gelder etc., um wirklich dahin zu kommen? Genau, das super, nur als danke. Appell. Genau, also ich glaube, kurz gefasst, wie können wir selber noch ambitionierter, also in der Bubble sozusagen noch ambitionierter vorangehen, aber was braucht es auch irgendwie für die Kommunikation nach außen in die große Bevölkerung? Ne? Das habe ich mitgenommen. Genau. Ich würde die beiden Herren, genau, egal wer zuerst, noch mitnehmen und dann machen wir hier gesammelt, wer noch reagieren mag. Genau. Oh, vielen Dank. Also Hartwig Berger, ich bin hier für den Umweltkreis der Grünen. Ich habe eine Anregung und die Frage richtet sich allerdings an euch in dem Zusammenhang. Und zwar, und knüpft ein bisschen an, aber geht auf die europäische Ebene, denn wir haben ja nächstes Jahr Europawahlen. Und erstmal ist mal ein erster Vorschlag ist, dass wir nicht vom
Ich habe nichts gegen das Englische, dann würde ich sagen, the law for saving nature. Ich würde das Gesetz zur Rettung der Natur, finde ich, also einen besseren Ausdruck, wirklich einen, den jede und jeder versteht in diesem Land. Und deswegen ist mein Vorschlag, um einfach auch die Chancen einer Durchsetzung zu erhöhen. Ich meine, du hast jetzt, Martin, gesagt, du siehst das pessimistisch. Eigentlich, wenn man so sieht, wie die Mehrheiten dann im nächsten Parlament sind, wir sollten nicht so pessimistisch sein, sondern wir sollten dafür kämpfen. Wir sollten dafür kämpfen, dass es mit diesem Gesetz zur Rettung der Natur einen Ansatz gibt. Ich weiß, dass es nur einen Ansatz gibt. Ich habe die Diskussion sehr genau verfolgt und weiß, was alles für Abstriche gemacht worden sind. Aber es ist ein Anfang, an dem man weitermachen kann und an dem man auch Menschen erreichen kann. Und deswegen ist meine Frage nochmal an euch. Vielleicht habt ihr das aber auch nicht genau untersucht und vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen irgendwo sozialwissenschaftliche Kompetenz holen. Wie das nun, also zu sagen, ich bin für Artenschutz, sagt ja eigentlich noch nicht viel. Ich kenne viele, die sagen, sie sind für Artenschutz, aber das war's dann. Und dann machen sie weiter ihren Stremel. Wie weit das ernst genommen ist, ich meine, jetzt nur bezogen auf Deutschland. Das ist aber ein Ansatzpunkt, wenn wir eine deutliche Mehrheit haben in der Bevölkerung, die es wichtig finden, für wichtig halten, da etwas zu tun. Und eine kleine radikale Minderheit von Agrarlobby, es sind ja nicht mal alle Bauern, du bist ja auch ein rühmliches Beispiel, Martin, die das anders sehen, dann können wir doch viel erreichen. Und das sollten wir, und das ist vor allen Dingen auch meine Bitte an die Umweltverbände, sollten wir selbstbewusst zum Thema machen. Ich rede jetzt nur von Deutschland. Ich kenne die Situation in Frankreich auch relativ gut. Dort gibt es auch eine sehr starke Bewegung für Biodiversität. Etwa die Bewegung, Saving the Nature, Le Soulèvement de la Terre, Aufstand der Erde. Ja? Ein Netzwerk von Gruppen, die sich da angelegt haben. Das sind doch alles Leute, die wir ansprechen können und die wir mit diesem Thema Gesetz zur Rettung der Natur und geht dort weiter und nicht so kläglich, wie es am Anfang genommen ist. Das in den nächsten Monaten zum Thema machen, ist mein Vorschlag. Europawahlen sollten wir auch aus ökologischer Hinsicht und zum Schutz der Biodiversität ernst nehmen und nutzen. Dankeschön. Genau, und dann noch einmal die letzte Meldung. Ja, vielen Dank. Matthias Wurfschmidt von der Aurelia Stiftung. Ich stimme vielem, was gesagt wurde, zu. Herr Häusling, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo Sie das hintun, Ihre ganzen Enttäuschungen und Niederlagen, die Sie erleben in der politischen Auseinandersetzung. Ich habe vor einiger Zeit mal in das Gutachten des Sachverständigenrats für Umweltfragen von 1985 Umweltwirkungen der Landwirtschaft geguckt. 400 Seiten gibt es online, ist eine sehr, sehr lesenswerte Lektüre. Darin steht glasklar, die Landwirtschaft ist der größte Verursacher von Biodiversitätsverlusten und Artensterben. Also das große Problem dieses Landes, aber auch der Europäischen Union, weltweit will ich das jetzt nicht sagen, ist die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Und das ist der einzige Punkt, in dem ich Ihnen widerspreche, Herr Häusling, wir brauchen einen Systemwandel. Wir müssen raus aus der Pestizidwirtschaft, wir müssen natürlich auch raus aus dem Mineraldünger. Wir müssen es so deutlich sagen, diese Leute sitzen nicht hier und es sind auch nicht nur ein paar Lobbyisten in Brüssel, da sind es viele, sondern das sind Leute, die exklusive Zugänge zur Kommission haben, die exklusiv vorab, Sie haben es angedeutet vorhin, schon die Vorlagen beeinflussen. Aber selbst wenn die Kommission sich mal so etwas durchringt, jüngstes Beispiel ist, das End the Cage Age Projekt, das ist ja heute sozusagen nicht Thema und da geht es ja nur um landwirtschaftliche Nutztiere. Da war ein Commitment seitens der Kommission, da bis Ende 2023 zumindest Käfighaltung von Hühnern, Kastenstände bei Sauen und bei Kaninchen, die Käfige und so weiter abzuschaffen, zumindest auf den Weg, die Abschaffung auf den Weg zu bringen. Das ist kassiert worden, gibt es einen sehr, sehr lesenswerten Artikel im Guardian vom Montag dieser Woche. Und worauf ich eigentlich hinaus will, in diesem Artikel steht, das ist eine sehr, sehr tiefgehende Recherche, DG Agri hat überhaupt kein Interesse, irgendetwas zu ändern an der Art und Weise, wie Agrarpolitik in dieser Europäischen Union betrieben wird und wie Landwirtschaft in Europa betrieben wird. Wenn dem so ist, wovon ich ausgehe, dann ist ganz klar, was wir hier auch diskutieren müssen, wenn wir über Artensterben, Verlust der biologischen Vielfalt und die Zukunft unserer Lebensgrundlagen reden, nämlich wir müssen Agrarpolitik den Agrarministerien und der DG Agri entreißen. Es muss ein Unterfall von Umweltpolitik werden, also Umwelt und Ernährung, aber es muss aufhören, dass die Lobbys exklusive Zugänge haben.
Das deutsche Landwirtschaftsministerium hat sich jetzt auch nicht gerade ausgezeichnet in den letzten 2 Jahren durch irgendwelche progressiven Maßnahmen. Sorry, Herr Häusling, ja, es ist leider so. Also Parteien helfen uns da nicht weiter. Naja, Sie wissen, was ich meine. Helfen uns nicht weiter. Wir müssen da raus. Es braucht ein Systemwandel und die Geschichte ist zu ernst, als dass wir noch mal 20 oder 30 oder sogar fast 40 Jahre zuwarten können. Das wurde ja auch schon gesagt. Und letzte Bemerkung, weil der Lebensmittelhandel angesprochen worden ist. Wenn Sie auf die Webseiten des Lebensmittelhandels gucken, der 4 oder 5 großen Konzerne, aber in Deutschland, aber auch in Frankreich und in der Europäischen Union, die sind alle total für Artenschutz und Biodiversität. Alle. Und ich appelliere an die Kolleginnen und Kollegen von den NGOs, die mit denen kooperieren, stoppen Sie diese Kooperationen. Diese Leute haben überhaupt kein Interesse, Biodiversität durchzusetzen, weil die natürlich ihr Business machen wollen. Und sie benutzen NGOs, uns alle, als Feigenblätter, um den Eindruck zu erwecken, sie hätten ja das Problem erkannt. Deswegen, wir müssen auch als NGOs da eine klare Kante zeichnen, sonst kann es nicht klappen. Danke. Sorry, dass ich so lang war. Danke für diese Appelle. Ich muss jetzt leider hier den, genau, die Fragen schließen. Mein Gedanke war jetzt, wollen wir einmal ganz kurz zurück... Eine Frau. Okay, weil es eine Frau ist. Nein, okay, ganz, ganz kurz. Ja, hallo. Vielen Dank für die Möglichkeit. Mein Name ist Mona Döring. Ich spreche... als Mitglied von KLUG, Klimawandel und Gesundheit, um nochmal einen anderen Aspekt auch reinzubringen, nämlich das Thema Gesundheit. Ich denke, dass wir auch in der Medizin einen unglaublichen Wandel erleben und auch eine Krise. Das sind viele Themen, die damit reingehen, die heute gar nicht so sehr im Vordergrund waren, ob es um pharmazeutische Firmen, Prozesse, Ressourcen geht. Oder auch einen wichtigen Aspekt, der sehr im Fokus eigentlich stand und der sehr menschlich ist, dass wir davon ausgehen, wir wissen alles über dieses Thema und jetzt müssen wir handeln. Und ich glaube, ja, wir wissen, aber das mag irgendwo eine Sphäre sein, wo auch ich konkret im Patientenkontakt erlebe, wir wissen vielleicht, aber wir können es überhaupt nicht einordnen und wir haben dieses Wissen nicht im Sinne eines aufklärerischen Prozesses erfasst. Also wir haben Studien, wo wir definitiv gucken müssen, wo kommen die her, wer hat die gemacht, wer hat die bezahlt, wer profitiert davon und aber auch, und wenn es dann um Landwirtschaft geht, geht es auch um Ernährung und wenn es um Ernährung geht, geht es auch um Gesundheit und da aufzuklären ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz großes Paket. Vielen Dank für das Statement. Genau, mein Gedanke war, jetzt können wir einmal noch das Mikro zu den beiden Autoren, Klaus Henning-Roth und Carsten Rocholt, geben als Reaktion. Und dann kommen wir hier aufs Podium für eine Abschlussrunde zurück. Also eine spannende Debatte, angeregte Diskussion. Und ich bedanke mich auch für die Anregung. Wir nehmen das natürlich gerne mit, was Sie gesagt haben, dass wir uns da stärker noch einbringen sollen, um... ja, aus dieser Bubble herauszukommen, auch um das Thema wirklich in die breite Gesellschaft zu bringen. Und das beobachte ich in meinem Bekanntenkreis eben auch. Durch die multiplen Krisen sind viele andere Themen in den Vordergrund geraten, aber der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, der sollte, glaube ich, einen anderen Stellenwert einnehmen. Sonst haben wir massive Probleme und die multiplen Krisen werden sich verdoppeln oder verdreifachen. Also ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit einem Freund, der mir mal vor vielen Jahren sagte, ja, die Flüchtlingskrise, ich will jetzt nicht ein ganz neues Thema aufmachen, aber damals war es ein noch nicht so großes Thema. Und er sagte, ja, wenn die Umwelt weiter so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kommen ganz andere Ströme auf uns zu. Und das sehen wir jetzt gerade, dass natürlich viele Klimaflüchtlinge, ich war vor ein paar Jahren in Bangladesch, und habe dort gesehen, wie die Menschen ja, wenige Zentimeter oberhalb des Meeresspiegels leben. Und das ist kein Zukunftskonzept, wenn wir so weitermachen wie bislang. Danke. Gebe ich nochmal weiter. Ja, die Frage nach einem Patentrezept. Wie kann man die Menschen mehr erreichen? Danach suchen wir gerne. Aber wir haben keine Greta Thunberg, die das Thema Klima beispielsweise vorantreibt. Wir haben noch nicht das 1,5-Grad-Ziel in der Biodiversität.
um die Dinge herunterzubrechen. Das ist ein Problem in der Vermittlung tatsächlich auch. Und die Inwertsetzung in anderer Form von Biodiversität, das treibt uns um. Wir haben das Rezept noch nicht gefunden. Und es sind schleichende Prozesse. Wir haben heute nicht so sehr gesprochen über Tipping Points und Kaskadeneffekte. Es gibt Warnungen von beispielsweise vom Chefwissenschaftler der englischen Regierung, Berater, die sagen, wir kommen an Punkte, wo die Dinge kaskadenartig laufen, die wir nicht mehr ins Halten bringen. Und wir kennen diese Punkte zum Teil nicht. Das heißt, jede Chance auf Einhalt, auf Umkehr kann die letzte sein, weil wir es nicht wissen. Denn weg ist weg. Es geht dann nicht mehr zurück. Und das ist ein Riesenproblem. Herzlichen Dank. Genau, jetzt komme ich nochmal zurück hier auf das Podium. Ihr habt alle nochmal die Möglichkeit zu reagieren auf ausgewählte Fragen. Ich nehme auf jeden Fall hier mit, dass es viele Appelle gab an vernetztes Denken, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Zusammendenken, die Umweltfragen, die Lebensgrundlagen auch mit den sozialen Fragen zusammenzudenken, global gemeinsam zu handeln, wirklich. Das ist das, was mir heute hier hängen bleibt. Und genau, Sie haben jetzt alle hier nochmal die Gelegenheit zu reagieren. Ich fange mal bei Florian Titze an. Martin, du hast dann das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ich würde gern zu einem Punkt reagieren, der sich, glaube ich, in mehreren Fragen widerspiegelt. Und das ist so die Frage, wir haben die Leute auf unserer Seite. Ich würde das mal in Frage stellen, tatsächlich. Also wenn man natürlich normalen Bürgerinnen oder Bürger auf der Straße fragt, ob sie gerne den Eisbären erhalten würden oder den Wald, ne, dann sagen die alle, ja, finden sie gut, sind sie dafür. Aber die Herausforderung, die wir ja haben im politischen Kontext, ist, dass das Thema keine politische Macht entfaltet. Gibt auch zu wenig Macht in den Interessen, in der Interessensvertretung, und es geht niemand dafür auf die Straße. Es ist nicht wahlentscheidend. Wir hatten jetzt bei der letzten Bundestagswahl zum ersten Mal eine Situation, wo wirklich das Thema Klima so viel Macht entfaltet hat, dass ein Bundeskanzler oder ein Kandidat gesagt hat, ich bin der Klimakanzler, oder alle waren plötzlich Klimakanzler oder Kanzlerin. Und da sind wir weit entfernt bei der Biodiversität, auch weil ich glaube, wir müssen die Leute mobilisieren. Die müssen sich dafür einsetzen, nicht nur dafür sein. Und sie müssen auch, und das klang vorher an, Prioritäten, ne? Also ist es denn überhaupt das Wichtigste oder ist es wichtig genug, dass ich dafür mein Kreuz mache, wenn ich wählen gehe? Das hängt auch mit dem Verständnis zusammen, glaube ich. Also, dass es eben mehr ist als die Umwelt, dass es mehr ist als der Wald oder die Insekten, sondern dass es wirklich die Lebensgrundlagen sind und dass es uns fundamental beeinflusst in unserem Leben, in zukünftigen Generationen, und dass es systemrelevant ist. Also, dass wir wirklich auf einen Kollaps zusteuern und unsere Gesellschaft existenziell gefährdet ist. Und dass das alle Lebensbereiche beeinträchtigen wird, und zwar nicht irgendwie in weiter Zukunft, sondern es beginnt bereits. Und wenn wir beim Thema, es kam gerade an, so ein Thema Migration auch sind, also wenn man in die Sahelzone guckt, was da gerade passiert, ein Coup nach dem anderen, Demokratie ist im Rückzug, und ein großes Thema da ist, warum Leute migrieren oder warum da Unsicherheit und Destabilität herrscht, sind Lebensgrundlagen. Es ist die Klimakrise, es sind Dürren, es sind eben degradierte Ökosysteme, die Leute kämpfen dort um die übrigen Ressourcen. Alternative Strategien sind dann entweder, sie gehen zu Boko Haram oder sie sterben durch Boko Haram oder sie sterben im gegenseitigen Konflikt oder sie migrieren. Ja. Und solche Themen, die verbinden wir noch nicht mit Natur, mit Biodiversität, mit Ökosystemen, aber das sollten wir. Dankeschön. Ich würde noch einen Aspekt hervorheben, der vielleicht in den nächsten Monaten wichtig ist, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel oder in der EU, in Deutschland die neue nationale Biodiversitätsstrategie auch weiter diskutieren, dass wir da darum kämpfen für konkrete verbindliche Ziele, die nachvollziehbar sind, die auch einklagbar sind, und die darüber auch nochmal auf den Prüfstand kommen, die entsprechenden Gesetze, die wir haben, sind die eigentlich dafür gemacht und angebracht, dass wir die entsprechenden Ziele überhaupt erreichen, eine Verlaufskontrolle vornehmen können. Es gibt für die Klimaziele, für die Zusagen der einzelnen Mitgliedstaaten, der Klimakorb, den Carbon Action Tracker, da können Sie nachgucken, für die ganzen CO2-Reduzierungszusagen. Sowas Ähnliches brauchen wir im Prinzip für den Zustand der Natur.
da, um einfach auch für die Leute das einfach zu kommunizieren und nachvollziehbar zu machen. Jetzt machen wir nicht das Fass auf, oh Gott, welcher Indikator soll es denn sein? Da werden wir heute Abend noch hier sitzen und haben noch keine Lösung. Aber im Prinzip etwas, was über diesen Zustand darstellt, weil wir können uns freuen, dass wir viele Schutzgebiete haben. Wenn die aber leer sind, weil die Schutzziele dann detailliert ihre Ziele nicht erfüllen, haben wir auch nichts gewonnen. In der Kommunikation und Öffentlichkeit darstellen. Ich glaube, die nächsten Monate, das Winterhalbjahr, sind dafür entscheidend, bis das irgendwie konkret in die Umsetzung kommt. Und aber eben hier diesen Abgleich. Denn wenn ich zum Beispiel weiß, wenn durch die Dürre, durch den Borkenkäfer die Waldflächen, die Forstflächen abgeholzt wurden und es aber Förderprogramme gibt, die das Pflanzen von neuen Monokulturen fördert, aber nicht den Waldumbau, dann liegt hier was falsch. Also müssen entsprechende Sachen korrigiert werden. Da sozusagen durch den Gesetzeswald durch und die entsprechenden Verordnungen überprüfen, sind die überhaupt konform mit den nationalen Biodiversitätsstrategien? Das ist, glaube ich, ein Schlüsselpunkt. Gesetzeswald für den Waldschutz finde ich gut. Genau, ich gebe weiter, Herr Tumbrink. Genau, ein paar Aspekte aufzugreifen. Also erstmal, was positiv ist, vielleicht habe ich es gar nicht so rausgearbeitet. Im Prinzip jetzt in dieser Legislatur hat ja der Bund mehr Aufgaben in diesem Bereich übernommen. Vorher hat er immer gesagt, Artenschutz-Ländersache, Naturschutz-Ländersache. Wir machen ein Bundesnaturschutzgesetz, kannst du aber von abweichen in den Ländern, außer im Artenschutz. Das ist sozusagen, für mich ist das schon ein Systemwechsel, dass also sozusagen auch die Bundesregierung, getrieben sicherlich jetzt im Artenschutz auch von Energiewende, das war der Impulsgeber da, sich drum zu kümmern jetzt auch. Aber anyway, da ist ein Systemwechsel gekommen, wo jetzt gesagt wird, der Bund übernimmt Verantwortung. Dass die Mittel nicht ausreichen, haben wir alles thematisiert. Aber das wird man weiter sozusagen ausrollen müssen, weil da auf die Länder zu setzen, die brauchen wir auch, völlig klar, alleine reicht nicht. Das ist ein positiver Aspekt, beim natürlichen Klimaschutz sieht man es auch. Wenn man nochmal in die Analyse reingeht, die Klimabewegung, sozusagen, die ist ja jünger als die Naturschutzbewegung, die ja sehr alt ist und zum Teil auch zersplittert ist. Also jetzt ist keine Kritik, aber das ist eine internationale Entwicklung gewesen. Wenn die Klimaentwicklung neu war mit der Agora-Energiewende, Barke und andere, auch ein Think Tank sich geschaffen haben, der die Möglichkeiten jetzt auch dieser Bundesregierung nutzt, also Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsminister Habeck, Energiewendethemen, die dann auch zum richtigen Zeitpunkt, Klimakanzler ist ja angesprochen worden, umzusetzen auch. Also da ist ja richtig Drive reingekommen, teilweise auch zu Lasten vielleicht von Biodiversität, aber da versuchen wir gute Lösungen zu finden. Das fehlt uns im Naturschutz. Wir haben keine Agora-Naturschutz, die sich nicht mit der Frage, Erkenntnisdefizit haben wir nicht, sondern sich damit beschäftigt, wie sie diese Themen auf die politische Agenda setzt und durchsetzt in einer politischen Agenda. Das Problem ist, sie verdienen mit Natur- und Artenschutz kein Geld. Also die paar Beschäftigten in den Ministerien, in den Behörden, okay, die verdienen damit Geld, aber sie verdienen in der Fläche damit kein Geld. So, wo ist also der Ansatz? Und da war die Kollegin auch vom NABU, hat ja gefragt, wie kann ich das nachhalten? So ein System haben wir nicht, das haben wir auf EU-Ebene bei der Biodiversitätsstrategie. Da hat die EU auch sozusagen das Nachhalten der Mitgliedstaaten, der einzelnen Ziele implementiert. Da wird jetzt kein normalsterblicher Deutscher oder Deutsche wahrscheinlich nachgucken, wie es da aussieht. Aber das kann man mit der NBS, das ist bisher nicht vorgesehen, und das kann man natürlich da implementieren, da gehört es rein, das einfach verständlich zu haben. Wo ist der Ansatz, um die Menschen zu gewinnen? Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der Punkt war ja auch Gesundheit. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wie man natürliche Lebensgrundlagen, Artenvielfalt, Lebensräume, Erholung. Wir haben es bei Covid gesehen, die Menschen wollen raus in Wälder, in die Natur, sich erholen. Das ist ein ganz wichtiger Gesundheitsaspekt und das Thema, woher überhaupt der Erreger kommt und Wildtiere. One Health ist damit zum Thema geworden, also auch keine Zeit jetzt hier das zu thematisieren, da gibt es global was, aber das muss man zusammenbringen. Und der Schlüssel wird sein, gucken Sie mal, was die Apps, die wir haben hier, Flora Incognita und Ornitho und so weiter, die sind durch die Decke gegangen, sie gehen weiter durch die Decke, durch KI-Nutzung, das ist einfach jetzt, das machen ganz viele immer mehr. Das muss ich in Verbindung bringen, wenn ich eine Art sozusagen irgendwo entdecke, muss ich Informationen bekommen, warum ist die da, was kannst du dafür tun, was macht das Land, bist du in einem Schutzgebiet, wie sieht es in dem Schutzgebiet aus, wo kannst du dich engagieren, wo ist die nächste Naturschutzgruppe, wo du dich engagieren kannst, weil das Gute am Naturschutz ist, er findet auch vor der Haustür des Menschen statt. Während Klimaschutz
Na, da kann ich mir überlegen, was ich tue und wie ich meinen Footprint da reduziere und ob ich ein Elektroauto habe oder nicht und wie auch immer. Aber sie riechen das CO2 dann doch nicht. Und es ist ein globales Thema. Aber die Artenvielfalt ist vor meiner Haustür. Das Rebhuhn, was nicht mehr da ist, wenn ich es kenne, ist vor meiner Haustür ausgestorben. Die Feldlerche, die nicht mehr singt, ist vor meiner Haustür. Und vielleicht ein letzter Aspekt, um auch nochmal Mut zu machen. 1 Million Menschen sind in Bayern zu dem Volksbegehren gegangen. Und die haben nicht irgendwo im Internet angekreuzt, so bist du auch dafür. Die sind zu ihrem Rathaus gegangen, zu ihren Landratsämtern, mussten die gehen, um sich da eben zu registrieren. 1 Million Menschen, die haben es ja abgebrochen im Prinzip, weil sie genug hatten, dann wären es noch ein paar mehr gewesen. Das zeigt, wenn ein Thema da ist, was den Menschen nahe geht, und das ist dieses, das ist das Thema eben, auch wenn sozusagen dieser Impuls gesetzt wird. Ja, klar war es die Biene. Aber das ist ja eben unsere Lebensgrundlage eben auch. Ja, dann kriege ich eben kein Obst mehr. Ja, so ist das dann eben. Dann kann ich halt auf Weizenkörnern rumkauen den ganzen Tag. Das geht dann vielleicht noch. Oder Bier trinken könnte auch noch gehen. So. Beim Wein wird es schon schwieriger dann, nicht? Aber okay. Nee, das hat die Menschen angetrieben. Und von daher will ich da auch Mut machen. Also es gibt diese Impulse, die können wir setzen. Und dann wird die Politik auch reagieren müssen. Dann wird die Politik auch reagieren müssen. Aber dann sind wir an dem Thema, was wir eben hatten. Welche Lobbys sind da? Wer verdient an was mehr Geld? Oh, ja. Aber genau, das vielleicht nochmal als kleiner Mutmacher dabei. Und nochmal ein Schlüssel bei der Erholung sind natürlich die ganzen Schutzgebiete, die wir haben. Die müssen einen guten Zustand, und da müssen die Menschen rein. Das tun wir ja auch. Das müssen die erleben. Also beim Thema Umweltbildung machen die Verbände ja auch. Und genau, diese App-Nutzung, hatte ich ja schon gesagt, das ist für mich der Schlüssel, um ganz viele Menschen direkt zu erreichen, nicht nur einfach was eingeben, sondern in eine Kommunikation treten. Das machen nämlich die Unternehmen in der Wirtschaft jetzt auch. Die treten in Kommunikation, machen Umweltverbände, macht das Ministerium leider noch nicht. Da haben wir noch die Chance, die Menschen zu erreichen, wirklich auch direkt. Dankeschön. Martin, du hast das letzte Wort. Und ich glaube, alle freuen sich schon auf die Häppchen, die draußen bereitstehen. Häppchen? Ja. Ich dauert nur noch eine Viertelstunde. Zu Bayern fällt mir ein, Bayern, Waldkatastrophe. Herr Aiwanger ist jetzt für den Wald und Jagd zuständig. Ne? Also da können 2 Millionen Menschen nochmal auf die Straße gehen, weil das ist eine Katastrophe, das ist mit Katastrophe mit Ansage. Ich glaube, wir kommen immer in dem Moment, alle sind für uns, in dem Moment, wo wir an die Umsetzung kommen, wir sehen das ja bei Klima, wenn ich jemanden in den Heizungskeller greife, schwierig. Wenn ich den Flug nach Malle teuer mache, schwierig. Das ist ja heute schon fast ein Lebensrecht, dass jeder einen billigen Flug nach Malle sich nehmen kann und auch kein schlechtes Gewissen dabei hat. Also es fängt auch damit bei den einzelnen Menschen an. Wie kann ich das dann auch klar machen, dass mein Verhalten Auswirkungen auf alle Bereiche hat? Und ich glaube, das haben die meisten irgendwie nicht im Schirm, weil sie immer denken, ja, irgendwie wird ja die Politik schon was regeln, dann fliege ich halt mit Biokraftstoff, den es nie geben wird. Und irgendwie wird immer gesagt, naja, wir machen es ja doch umweltfreundlicher. Und es gibt so eine, was ich in der Politik erlebe, es gibt so einen Technik-Hype. Ja? Wir werden schon was erfinden. Wenn es uns schlecht geht, dann werden wir schon was erfinden. Wir haben das ja auch mit der Windkraft hingekriegt. Und diese Hoffnung, ich sag mal, Biofuels ist so ein typisches Beispiel dafür. Wir fahren weiterhin unseren Benziner, weil irgendwann gibt es ja Biofuels. Und das hält man den Leuten immer vor die Nase und sagt, muss sich ja nicht groß ändern, weil wir erfinden was und dann kannst du demnächst dann doch wieder ganz normal dein Auto fahren. In der Landwirtschaft ist es jetzt so, das ist das große Versprechen, wir sind gerade dran. Die Gentechnik soll es jetzt lösen. Die Gentechnik, die Kommission macht den Weg frei für neue innovative Techniken. Die wird die Antwort auf die Klimakrise finden. Ein völliger Schwachsinn, weil die Gentechnik wird uns eher verschlimmern, aber nicht verbessern. Das, sowas wird den Leuten dauernd vorgemacht. Und deshalb ist auch keiner bereit, so mal selber hinzugehen, sein eigenes Verhalten zu überprüfen. Ich kann mich ja mit einer Abgabe beim Flug freikaufen. Ne? Und das sind so Geschichten, warum die Leute so zögerlich herangehen. Natürlich auch Handel und so verspricht den Leuten ja auch dauernd was sie eigentlich nicht halten. Sie gehen einkaufen und denken, wenn ich jetzt regional einkaufe, ist es aus der Region. Die ist gar nicht aus der Region. Und sowas, die Lebenslügen, die wir alle tagtäglich sozusagen vor uns hertragen. Ich glaube, warum ist es nicht so ein Thema wie die Frage des Klimawandels? Hängt einfach damit zusammen. Ich glaube, die Leute empfinden das nicht als Bedrohung.
Ich meine, du kannst sagen, ja, okay, wenn das Rebhuhn weg ist, aber was hast du denn für ein Problem mit dem Rebhuhn? Dann ist das Rebhuhn halt weg. Lebe ich davon? Esse ich das? Kann man das essen? Nee. Und wer noch nie eine Nachtigall gehört hat, wird den Ruf der Nachtigall auch nicht vermissen. Und das ist ja so das Problem. Wir haben eine Verarmung sozusagen unseres Lebensbereiches und die Leute merken es gar nicht. Die Leute gehen in den Wald und sehen, 30% der Bäume sind weg bei uns in der Region. Ja, wie sah das eigentlich früher aus? Wer kennt denn einen dunklen Wald noch? Ja? Und das sind so die Probleme, dass die Wahrnehmung der Menschen diese Katastrophe so nicht erfassen kann. Ja? Was da an Biodiversitätsverlusten stattfindet, kann sie gar nicht erfassen. Und sie hofft darauf, irgendwer wird was erfinden. Ich glaube, wir müssen das einfach in bestimmten Bereichen anders anfassen. Es gibt so einen schönen Spruch, ohne Mücke kein Kakao. Ja, weil eine einzige Mückenart dazu beiträgt, die Kakaopflanze zu bestäuben. Ohne diese Mücke gibt es keinen Kakao. Da kann man das bildlich machen. Das mit Biene ist es ja auch gelungen. Ne? Nur hätte man die Wildbiene eigentlich nehmen müssen. Aber ist klar, man muss es irgendwie den Leuten in den Kopf bringen, dass gerade die Biodiversitätskrise sich auf alle unsere Lebensbereiche, inklusive Gesundheit natürlich am Ende auswirkt. Und wir müssen auch klar machen, dass diese Art, wie wir jetzt wirtschaften, auch am Ende unsere Leben, wie wir es jetzt führen, bedroht. Stichwort Gesundheit und Massentierhaltung. Ja? Ich bin seit Jahren dran, das Thema Antibiotika in der Massentierhaltung, ja, ist so ein Thema, da kannst du dich grausen vor. 50% der Antibiotika setzen wir für Hühner und Schweine ein. Ne? Und die kriegen auch noch Reserveantibiotika. Da kannst du verzweifeln, weil das irgendwie, das Hähnchen muss doch billig bleiben. Ne? Und das sind so Punkte, die wir auch weiterhin thematisieren müssen. Warum habe ich den Frust noch nicht? Weil ich angefangen habe als Biobauer, da gab es eigentlich gar keine Biobauern. Da war ich der Dorfdepp, der angefangen hat, ökologischen Landbau zu machen. Da bin ich auch noch in so eine grüne Partei gegangen, Ende der 80er Jahre. Würde ich sagen, war das schwieriger als heute. Und wir haben in Hessen es immerhin geschafft, wir haben jetzt in Hessen 17% Ökolandbau. Das ist schon mal eine Zahl. Also wir dürfen unsere eigenen Erfolge auch manchmal nicht in den Schatten stellen. Und auch wenn es schwierig ist, in dem System gerade in Brüssel dagegen anzurennen, ich glaube, dass der Sektor insgesamt sich immer mehr rechtfertigen muss. Also es geht nicht mehr so. Ich war ganz erstaunt, muss ich ehrlich sagen, dass diese Glyphosat-Geschichte jetzt doch wieder so wahnsinnig viele Leute interessiert. Ich hatte gedacht, nur das geht so durch. Nein, aber wir haben massenhaft Proteste gekriegt. Und das zeigt, dass die Leute an bestimmten Punkten einfach doch sehr sensibel sind. Wir müssen die Punkte finden. Wir müssen die Punkte benennen können aufs eigene Leben, auf die, was zerstört eigentlich unsere Lebensgrundlagen, und dann vielleicht auch die Schuldigen benennen können. Und dann kriegst du so eine Debatte hin. Das Thema Biodiversität ist halt so schwer zu greifen. Das ist halt so ein allgemeines Thema. Wir sehen es ja, dass heute auch die internationale Presse nicht unbedingt hier ist. Entschuldigung. Aber das so ein Thema, ja, ist halt so ein Thema. Weil jeden Tag überlagern halt andere Krisen unser Leben, die Informationsgesellschaft. Was du heute nicht in anderthalb Minuten sagen kannst, ist nicht wert, gesendet zu werden. Und da müssen wir, glaube ich, alle zusammen, Umweltverbände natürlich vorneweg, sozusagen wieder versuchen, in die Diskussion in den Vordergrund zu kommen. Weil die Leute sind wirklich im Moment, also seit Corona und jetzt permanent Krieg mit Krisen auch wirklich überlastet. Und wir müssen versuchen, da natürlich auch was Positives entgegenzusetzen. Nach dem Motto, wie schön ist eigentlich ein Nachtigall? Dass man einfach diese positiven Botschaften da vorne setzt und ich sage, alles Katastrophe. Was haben wir persönlich davon, wenn wir es anders machen? Was musst du persönlich anders dich verhalten und was verlangen wir von Politik? Und das müssen wir gerade bei dem Thema wieder in den Vordergrund stellen. Jammern hilft uns da nicht weiter, sondern tatsächlich alle zusammen dieses Thema neben der Klimakrise, den Verlust an Biodiversität auch in den Vordergrund stellen. Auch wenn es mühsam ist, aber nicht sagen, dafür haben wir eine Umweltministerin oder dich. Das wird nicht reichen. Es muss sozusagen mehr Rückhalt in der Bevölkerung geben. Ich glaube nicht an den Klimakanzler. Vielleicht kriegen wir das nächste Mal eine Biodiversitätskanzlerin. Ich weiß es nicht, aber da müssen wir auch das einfordern, was Sie mal versprochen haben. Das gehört dann auch dazu, dass nicht alles wieder vergessen, was mal Leuten versprochen worden ist. Ja. Habe ich jetzt das letzte Wort oder du willst noch mal? Nee, du hast das letzte Wort. Ich fand auch, wie schön ist die Nachtigall, ein total schönes Abschlussstatement. Die Feldgrille, genau. Wer geht im Sommer nicht gerne? Ja. Ich darf mich noch mal ganz herzlich bedanken bei Lara Schmidt. Wo ist sie? Ach, da oben ist sie. Die Lara Schmidt hat diese Veranstaltung mit vorbereitet,
war hier sehr hilfreich. Und ich muss sagen, zu meinem Bedauern ist das hier heute Ihr letzter Arbeitstag. Dir nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank dir, dass du das hier moderiert hast und wieder so wunderbar, wie wir zusammenarbeiten konnten mit der Böll-Stiftung. Ganz herzlichen Dank euch für das Sitzen hier oben vom Panel und ganz herzlichen Dank natürlich an Sie. Und natürlich, und ich hoffe, massenhafte Verbreitung wird sich finden, vielen Dank für die Studie. Es war ein wichtiger und notwendiger Hinweis, nochmal dieses Thema zu setzen. Und ich hoffe, wir haben dann auch einiges an Aufmerksamkeit dafür. Und jetzt zum Schnittchen. Applaus